klar sehen, clever denken, frei handeln. Hallo, liebe Zuschauer. Mein Name ist Uwe Lohse von Die Welt klar sehen. Heute möchte ich Sie mal mit einem ganz anderen Thema beschäftigen. Nicht nur mit meinem neuen Kanalnamen, sondern auch mit einem neuen Layout, wie Sie sehen. Und mit einem ganz neuen Thema, was wir so bisher noch nicht gehabt haben. Nämlich mit einem politischen Thema. Worum geht es? Es geht darum, dass zwei interessante Organisationen miteinander in ein Gespräch gekommen sind. Und dieses Gespräch, das werden Sie heute einen Teil davon hören, weil es eine Gesprächsrunde ist, die mehrere Fortsetzungen haben wird. Heute gibt es die erste Fortsetzung auf meinem Kanal exklusiv. Ja, wer sind die beiden Parteien? Also fangen wir mit der bekannteren Partei an. Das ist die Partei Wir 2020, die von Dr. Bodo Schiffmann seinerzeit gegründet worden ist und die jetzt dabei ist, eben sich mit den Landesverbänden zu organisieren und sich ersputen will, dass sie auch bis zur Bundestagswahl 2021 einsatzbereit ist und natürlich auch Stimmen gewinnen möchte und in den Bundestag einziehen. Am besten mit einer guten Quote. Ja, das ist aber für so eine Partei nicht ganz einfach, denn es sind ja keine Vollblutpolitiker, sondern alles Menschen aus der Protestbewegung, viele, die auch völlig unpolitisch vorher waren. Und eines der Grundprobleme, ich sag mal Herausforderungen für solche jungen Parteien ist, auf die Schnelle nicht nur die ganze Organisation auf die Beine zu stellen, sondern auch ein Parteiprogramm. Ein Parteiprogramm, was zukunftsfähig ist, was die Menschen anspricht. So, und tatsächlich gibt es sogar bisher noch nicht politisch in Erscheinung getretene Gruppen, die so etwas haben. Und das sind die Next Scientists for Future, also die nächsten Wissenschaftler für die Zukunft. Und die haben einen internen Rat der Weltweisen, World's Council of Wise People. So, dort sind knapp 23 Wissenschaftler verschiedenster Fakultäten, aus naturwissenschaftlichen Hintergründen. Und die haben im Laufe der letzten Jahrzehnte Reformkonzepte für ganz Deutschland, für alle Lebensbereiche, die man sich nur so vorstellen kann. Und das sind ganz innovative Ideen, die haben wir noch nie bisher im Wahlkampf in der Form gehört. Die sind völlig neu. Das sind ganz interessante Denkansätze. So, und die beiden jetzt Parteien ergänzen sich da ganz gut. Die Partei Wir 2020 sucht nach Informationen, was könnte man in ein Parteiprogramm reinschreiben. So, und der Weltrat der Weisen von den Next Scientists for Future, die haben schon ein ausgearbeitetes Konzept und würden gerne mit einem Partner versuchen, das schrittweise mal einzuführen. So, dafür hat man beschlossen, eine Gesprächsrunde zu machen in mehreren Kreisen, also in mehreren Etappen. Und was Sie heute hören, ist die erste Gesprächsrunde, wo es darum geht, wie man das medizinische System in Deutschland grundlegend reformieren könnte. Und zwar so, dass es nicht mehr dazu dient, dass die Pharmaindustrie möglichst viel daran verdient, so, oder dass die Ärzte möglichst viel daran verdienen, sondern dass die Menschen möglichst gesund werden und dass alle anderen nichts verdienen, wenn die Menschen nicht gesund werden. Also ich verspreche Ihnen, das wird ganz interessant und zum Ende werden noch ein paar andere Themen angerissen, die werden dann aber zu einem späteren Zeitpunkt dann noch ein bisschen vertieft. Heute also geht es erstmal um die Reform des Gesundheitssystems, alles was mit Medizin und Heilung zu tun hat. Ja, warten Sie mal ab, was Sie heute zu hören bekommen. Viel Spaß. Ja, und wer spricht denn? Wer repräsentiert denn die beiden Gruppen? Also von der Wir 2020 haben wir die Orga-Gruppe,
So, und dort sind einige Vertreter, die sich dazu äußern und eigene Gedanken äußern und natürlich Fragen als an die Wissenschaftler haben. Wobei auf der Wissenschaftlerseite ist dann ein Hauptrepräsentant da, der Don Dillon, der ist dort eben quasi der Repräsentant der Weisen. Ja, formell, jetzt universitätsmäßig ist er dort Assistent, aber das ist natürlich leicht jetzt untertrieben. Ne? Der Mann, der weiß ganz genau, wovon er redet. Ja, der kennt alle diese Konzepte, sind ungefähr 20 an der Zahl. Die weiß der, kann der im Schlaf auswendig, und der weiß auch jede Frage perfekt zu beantworten. Also Assistent, das ist schon ein bisschen sehr bescheiden. Ich würde eher sagen, er ist der Frontmann der Weisen, ja, und eigentlich selber ein Weiser. Ja, und wollen wir mal schauen, ja, was wir hier zu hören bekommen. Also. Ja, hallo. Mein Name ist Cornelis Rülker. Ich gehöre zu der Hamburger Orga-Gruppe von der Partei Wir 2020. Wir sind im Moment in Vorbereitung zur Gründung eines Landesverbandes. Und unsere Zielrichtung für die Gespräche heute ist das Sammeln von neuen Ideen und Anregungen zur Gestaltung der Zukunft unserer Gesellschaft. Und deswegen sind wir hier und möchten als verschiedene private Parteimitglieder hier mit den Next Sciences for Futures diskutieren und uns dann auch mit dem Schwerpunkt Gesundheitssystem. Und die erste Frage, die ich jetzt an Herrn Dillon von den Next Scientists for Futures hätte, wäre also vielleicht einerseits das generelle Konzept der Next Scientists for Future in ein paar Worten zu umreißen und dann auch uns zu erklären, wie sich das unterscheidet von den Scientists for Future, damit man weiß, wie die Unterscheidung der Gruppierungen ist. Ja, dann beginne ich erstmal mit dem ultra kurz, ich habe mir selbst auch Gedanken gemacht, wie kann man denn eigentlich das über 50-jährige Werk des Weltrates, der einzelnen Professoren des Weltrates und der Next Scientists for Future mit zwei, drei Sätzen zusammenfassen. Eigentlich ist es die Grundüberlegung, dass wir das gute Politik, also schlechte Politik und gute evolutionspolitische Politikwissenschaft, also evolutionsbiologische Politikwissenschaft beziehungsweise neue echt naturwissenschaftliche Volkswirtschaftslehre, NVWL, sich eigentlich mit einem einzigen Begriff unterscheiden lassen. Die Untersuchung der Evolution von vorteilbringenden Irrtümern in jedem gesellschaftlichen Bereich oder System. Ja? Das heißt also, wir untersuchen... Ja, hallo. Mein Name ist Cornelis Rülker. Ich gehöre zu der Hamburger Orga-Gruppe. Leicht vorteilbringende Irrtümer aufgrund von Fehlanreizen ausgebreitet haben, massenhaft ausgebreitet haben und dann zum Beispiel tendenziell grundsätzlich zu einer Neigung zu Gefährlichkeitsüberschätzungen sozusagen geführt haben könnten, sodass wir dann jetzt ja eventuell das Phänomen haben, dass die zum Beispiel Professor Drosten die Gefährlichkeit von Corona vielleicht um den Faktor 10 bis 50-fach überschätzt hat, sozusagen. Und also was Sie heute auf jeden Fall lernen müssten, ist zu lernen zu sprechen mit dem Begriff vorteilbringende Irrtümer. Ja? Das heißt also, in der Evolution verläuft es immer so, dass letztendlich, wenn wir einen Arzt haben, der die Gefährlichkeiten nicht zu groß einschätzt, dann wird dieser im Durchschnitt etwas weniger verkaufen an Produkten, an Dienstleistungen und so weiter, während der tendenziell die Gefahr etwas überschätzt, eine größere Wahrscheinlichkeit hat, mehr Dinge, zum Beispiel Impfungen und Tests, zu verkaufen. Und als Folge davon kann er meistens dann mehr Kinder ernähren, mehr Enkelkinder ernähren und wird dann der geistige Vorfahre mit seinem vorteilbringenden Irrtümern, wird er der geistige Vorfahre von Drosten, Wieler und Lauterbach. Ja? Und das ist das, was man untersuchen muss. Und das muss man in jedem System, Subsystem der Gesellschaft machen. Und dann gezielt positive Anreize setzen, die dazu führen, dass die vorteilbringenden Irrtümer so schnell wie möglich wieder verschwinden. Ja. Und durch vorteilbringende Wahrheiten ersetzt werden. Ne? Dann vorteilbringende Wahrheiten.
Und der Unterschied mit, wir haben stundenlang mit dem Begründer, eigentlich ist das ja eine Person, der Dr. Gregor Hagedorn, hat ja die Scientists for Future ins Leben gerufen, was ja im Wesentlichen erst einmal nur eine Unterschriftenliste ist und ein paar aktive Professoren dabei. Und das Problem war, dass unser Ansatz, ja, ich weiß nicht, was da eine Rolle spielte. Auf jeden Fall kann man es so zusammenfassen. Die Scientists for Future fordern Änderungen der Gesellschaft, bei denen nicht klar ist, ob sie nicht doch die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands im Vergleich zur Weltwirtschaft schwächen würden, weil sie eine Vorreiter- und Alleingangsrolle Deutschlands fordern, weil der Professor Hans-Werner Sinn ganz klar gesagt hat, dass er ja gar nicht weiß, ob das nicht am Ende eher sogar dem Klima schadet, weil sozusagen durch Rückkopplungsprozesse, durch ein deutsches Signal, wir steigen aus den fossilen Energien, eventuell auf der Welt noch mehr fossile Energien verbrannt werden, weil die Scheichs Angst bekommen, dass irgendwann ihr Geschäft enden könnte und sie dann viel mehr in die Welt raus verkaufen zu billigeren Preisen und dann noch mehr verbrannt wird und so weiter. Also das ist die Scientists for Future Ebene und die Next Scientists for Future sagen, ja, wenn wir schon Fridays for Future ein Angebot machen, dann muss es aber ein durchdachtes Vorgehen sein, das auf keinen Fall die deutsche Wirtschaft in ihrer Wettbewerbssituation gefährdet oder schwächt oder zerstört, sondern es muss am Ende schnellstmöglich auf einen weltweiten Emissionshandel hinlaufen, wo jeder Staat der Erde die gleichen Gelder zahlt für das Emittieren sozusagen, also einen weltweiten Emissionshandel aller Luftschadstoffe, und das könnten wir mit unseren 20 Reformen schnell erreichen, weil die dann auch jeder Staat haben will, und dann kriegt er die nur, wenn er auch dem Emissionshandel beitritt, dem sogenannten Club der Willigen, wie ihn Professor Hans-Werner Sinn mal genannt hat, ne? Der berühmte Volkswirtschaftler. Ist das ausreichend so als Grundinfo? Ich denke, das ist schon ganz gut, und wenn ich mein Verständnis da nochmal kurz zusammenfasse, dann ist eben auch ein wichtiger Unterschied, dass Next Scientist for Futures eben auch mit der Änderung des Anreizsystems arbeiten wollen, sodass dann eben die Leute sich dafür entscheiden können, diesen Anreizen zu folgen. Und ist es so, dass die Scientists for Future da eher mit einem Vorschriftsrahmen arbeiten, oder ist das von mir falsch verstanden? Das würde ich so nicht sagen, sondern nur, das fehlt denen das tiefe Verständnis. Also die evolutionsbiologische Politikwissenschaft unterscheidet sich eben, was im Moment noch Standard ist, ist eine Politikwissenschaft, die man eher im weitesten Sinne als geisteswissenschaftlich verstehen kann. Und auch die Volkswirtschaftslehre ist ein rein geisteswissenschaftliches Geschehen, das sich nur den Scheinanstrich einer Naturwissenschaftlichkeit geben möchte gerne, aber da fehlt die evolutionsbiologische Basis dahinter, sozusagen die Grundbasis Physik, Chemie, Biologie und Psychobiologien und Soziobiologien. Also das fehlt dann, und dann ist also sowohl die Volkswirtschaftslehre als auch die Politikwissenschaft im luftleeren Raum. Und die Professoren bei den Scientists for Future sind eher infiziert von dieser geisteswissenschaftlichen Grundbasis, auch wenn sie dann Solartechnik oder was betreiben, aber ihr politikwissenschaftlicher Denkhintergrund ist eher geisteswissenschaftlich, und wir können Deutschland nur reformieren mit einem naturwissenschaftlichen, politikwissenschaftlichen Hintergrund, ne? Und der geht auf die Anreize ein und auf die Evolutionsverläufe und überlegt, wie verläuft die Evolution in der Wirtschaft, wenn ich den und den Anreiz setze oder wenn ich den nicht setze, wie verläuft dann die Evolution der vorteilbringenden Irrtümer, die zum Schaden der Gesamtbevölkerung laufen. So. Ja, und vielleicht noch ein Satz, der wichtig ist, weil im Internet manchmal da so Vorwürfe oder Kritik kommen. Das Paradoxe dabei ist, dass sich die Scientists for Future und die Fridays for Future für links halten,
aber im Moment einer der sogenannten, jeder Linke kritisiert eigentlich klassisch immer die Pharma-Mafia und die Medizin-Mafia und die Impf-Mafia und die Test-Mafia sozusagen. Und diesmal singen die Hochjubellieder auf Pharmakonzerne sozusagen. Also ganz untypisch und sozusagen. Und wir sagen, wir sind so gesellschaftskritisch als Next Scientist for Future, dass wir sagen, so wie jetzt geht's auf keinen Fall weiter, während die Scientists for Futures sich merkwürdigerweise, paradoxerweise eher so als Systemerhalter erwiesen haben. Also auch Systemerhalter in dem Sinne, dass sie beispielsweise das jetzige Verordnungssystem positiv bewerten. Ja, gucken Sie mal, die sehen überhaupt kein Problem, zum Beispiel bei Corona. Die sagen, die Pharmaindustrie, die Testindustrie, die Impfindustrie und die Medizinindustrie machen das alles gut und richtig. Ja, und das ist für eigentlich eine Gruppierung, die sich den Anspruch erhebt, für sich intern sozusagen, die jungen Leute jedenfalls, eher linkslastig zu sein. Es ist ja eine Paradoxie, ne? Es geht eigentlich gar nicht, ja? Denn eigentlich müsste man wie Dr. Wodak sagen, ja, hoppla, wenn wir Pharmaindustrie hören, dann hören wir Arte. Und dann wissen wir, das ist gefährlich, das ist bedenklich, da müssen wir drüber nachdenken. Ich will das nur deswegen sagen, weil manchmal irgendwie aus den Reihen der Fridays for Future eben dann der falsche Vorwurf kommt. Also wenn man irgendwo gesellschaftskritisch oder links ist oder das Leben für alle Menschen verbessern möchte, dann sind wir eher links als Fridays for Future oder Scientists for Future, weil die eher sehr konservativ sind und alles so weiterlaufen lassen wollen, bis auf die Klimathematik. Hier besteht eine Frage, ja? Also ich habe nochmal generell eine Frage. Wie sieht denn bei Ihnen in der Gruppierung die Zusammenarbeit aus mit den ganzen Professoren und Doktoren? Wie kann ich mir das vorstellen? Ja, das läuft eigentlich ganz einfach. Am Anfang haben die Professoren sich zusammen telefoniert und dann wurden einige dieser Gespräche, der Aufnahmegespräche auch mitgeschnitten, wurden ja auch veröffentlicht, kann man ja im Internet schauen, stundenlange Gespräche über Inhalte sozusagen mit den verschiedenen Professoren. Und jetzt ist es eigentlich so, die haben dann, die Bild-Zeitung hat über uns berichtet, ein großes Wirtschaftsmagazin hat zwei unserer Professoren interviewt mit mir zusammen, weil immer ein ehrenamtlicher Assistent dabei sein muss. Das ist so vorgeschrieben. Ansonsten warten unsere Professoren eigentlich auf die Einladung von Maybrit Illner, Anne Will, Markus Lanz, Hart aber fair und so weiter. Ja, und okay. Das ist die Arbeit eigentlich, denn inhaltlich sind wir längst fertig und lange fertig. Von 20 Reformen, ist das richtig? Ja, das ist eine Zahl über den Daumen. Eigentlich jeder Bereich der Gesellschaft, aber ist über den Daumen mal gesagt, schätzwert 20 Reformen, weil wir zählen sie nicht immer einzeln. Ne? Ja. Hallo, hier ist Heinz. Darf ich was fragen? Natürlich. Okay. Ich wollte fragen, ob diese 20 Punkte quasi geheim sind oder ob wir die sehen dürfen, um womöglich dann eben da einen Gleichklang zu finden. Und damit dann diese Dinge, die wir für unterstützenswert halten, auch wirklich unterstützen können. Ja, ich hatte vorgeschlagen, dass es viel sinnvoller ist, denn wir, die Partei Wir 2020, wenn sie dann mal so richtig ins Laufen käme, sie sind ja jetzt in der Gründungsphase in Hamburg, ne? Für den Landesverband, dass man sowas über Internetfernsehen machen muss. Denn wenn wir nicht am Ende über vielleicht die freundschaftliche Beziehung mit Bodo Schiffmann nicht dann zu all den großen Internetfernsehsendern kommen und nicht am Ende auf circa 20 Millionen Klicks für diese Sendung wie heute, wo wir über die Reformen sprechen, wenn wir das nicht erreichen, können Sie sowieso die 10% oder 5% sowieso abschreiben, weil das ist Erfahrung. Ich habe erfahrungswert, ich hatte selbst eine eigene Partei, das geht so einfach nicht. Ohne diese 20 Millionen Klicks sind wir quasi chancenlos, deswegen machen wir das mündlich. Und die Kernsätze, die kann man ja dann aus den Videos, könnte man die als Vorentwurf eines Parteiprogramms ja
einfach nur so die Kernsätze rausschreiben. Ja, Gesundheitsreform würde zum Beispiel bedeuten, endlich wird mein Hausarzt belohnt dafür, wenn er Krankheiten verhindert und meine Gesundheit bewiesenermaßen und nachhaltig fördert mit einem kostenlosen Kursangebot und Wochenendangebot und Sportangebot, das er mir macht und so weiter. Das wäre so zum Beispiel so ein Kernsatz, der könnte im Programm landen. Ne? Super, dann können wir doch ein Verfahren entwickeln, die Gemeinsamkeiten festzustellen, in Kernsätzen zusammenzufassen ja. Und dann gemeinsam beraten, wie man das mit der größtmöglichen Power fördern kann. Und vergessen Sie nicht meine Worte, ohne diese 20 Millionen Klicks und ohne dass jeder Internetsender, der im Moment nachdenklich über Corona berichtet hat, mit uns spricht und am Ende sogar wir es schaffen, dass Riso mit uns eine Großsendung macht, ja, ohne das erreichen wir nicht, springen wir nicht über in die öffentlich-rechtlichen Sender. Und ohne die absolut, ich sehe es nur als zwei Schritte. Ne? Das eine ist erstmal sozusagen die inhaltliche Übereinstimmung und das zweite, ich komme selber aus dem Marketing, deswegen wunderbar. Das zweite ist dann praktisch getrennt darüber nachzudenken, so, wie kriegen wir das dann technisch sozusagen oder publikationstechnisch am besten auf die Straße, ne? Genau. Und wir sind ja jetzt dabei, weil diese erste Sendung soll ja jetzt erstmal, die wird nicht große Klickzahlen erreichen, aber jetzt schon mal, kann ja schon mal was erreichen und dann werden die nächsten Sendungen immer zielführender, ja? Super. Danke. Gut. Hat jemand anders aus unserer Runde noch eine Frage zu diesem Zeitpunkt? Das scheint nicht so zu sein. Dann würde ich Sie, Herr Dillon, bitten, wenn Sie eben die Ideen der Gestaltung von Anreizen in die richtige Richtung für das Gesundheitssystem, wenn Sie uns das ein bisschen erläutern könnten, was Sie da für Ideen haben. Ja, bei uns heißt das mittlerweile Kombireform Ernährung, Gesundheit und Pflege, wobei ich mich jetzt nur auf die Gesundheitsseite berufe erst einmal. Denn jetzt stellen Sie sich vor, ich mache jetzt selbst mal den Gegensprecher. Ich kritisiere jetzt mal. Ja, eigentlich, mein Onkel Doktor, der meint's doch gut. Und was sollen wir da jetzt eine Gesundheitsreform machen? Ist doch gar kein Handlungsbedarf. Ja? Das reicht doch, auch wenn da eine Behandlung, mit der er mich behandeln könnte, ihm nur 1 Euro Geld gibt und die andere 1 Million Euro Geld bringt, davon wird sich mein Arzt nicht leiten lassen. Der entscheidet völlig unbeeindruckt von den finanziellen Anreizen. Im System sozusagen wird er immer nur das Passende für mich tun und im Zweifelsfall immer die 1-Euro-Behandlung vorziehen, sozusagen, weil es darum nicht geht, denn er meint es doch gut. Und jetzt könnte man sagen, ja okay, damit ist die Gesundheitsreform gestrichen und erledigt. Wir können sie zu ACTA legen, wenn es so wäre. Und jetzt kommt das große neue Forschungsergebnis des Weltrates sozusagen, dass wir dabei eins vergessen haben, die Evolution der vorteilbringenden Irrtümer in dem ganzen Geschehen. Ja? Das heißt also, wenn dieser Unterschied, also ich mache nochmal das Beispiel des Kaiserschnittes, weil es mir so in Erinnerung ist. Ja? Sie kriegen für eine Sache, die natürliche Geburt würden Sie jetzt nur 1 Euro kriegen, ja? Und für den Kaiserschnitt jeweils 1 Million Euro als Krankenhaus und der Arzt kriegt die entsprechenden Boni oder Prämien, ne? Vom Krankenhaus für jeden erfolgreich durchgeführten Kaiserschnitt. Ne? Dann passiert, wenn wir das jetzt mal, gehen wir jetzt mal einfach 170.000 Jahre zurück und stellen uns vor, damals hätte es schon diese Situation gegeben, denn wir wissen, dass es sein könnte, dass der erste Früharzt, der sogenannte Schamanismus, vielleicht schon 170.000 Jahre alt sein könnte. Und jetzt, wenn wir uns dann vorstellen, dass wir haben 2 Frühärzte, der eine irrt sich nicht und sagt, im Zweifelsfall ist immer die natürliche Geburt vorzuziehen, weil das dann besser dieses Hormon auslöst, mit dem Wort habe ich immer Schwierigkeiten. Das Geburtshormon und Mutterliebehormon sozusagen besser ausschüttet, auch weil dann das Mikrobiom besser übergeben wird, also die Schutzflora an Bakterien und Viren und Pilzen und so weiter, die jedes Neugeborene braucht und so weiter.
Und das sagt der eine Arzt, der lebt in der Wahrheit. Ja? Das ist ja auch unser Schaubildnummer, falls das einige haben. Ich gehe mal gerade hier drauf. Unser Schaubildnummer 2 ist das. Die mimetisch-genetische Evolutionsanalyse-Technik mit dem Thema der vorteilbringenden Irrtümer. Und dann habe ich hier links unten, ich mache das jetzt für die, die nicht, das Bild nicht haben, so im Geiste, habe ich links unten einen Früharzt, der also nicht im Irrtum ist, sondern eben ganz klar den natürlichen Lebensstil und auch den natürlichen Geburtsstil befürwortet, auch das Gebären in der Hocke, sodass die Schwerkraft mithelfen kann, das Baby nach unten zu ziehen sozusagen bei der Geburt, was dann nochmal die Geburt erleichtert. Und auf der rechten Seite habe ich unten aber den ersten Früharzt der Evolution, der sich nach dem Naturgesetz von Mutation und Selektion zwangsläufig irrt. Und der sagt jetzt aber nein, der Kaiserschnitt ist viel besser und hat viel mehr Vorteile und dies und das und so weiter. Und jetzt passiert Folgendes, da er sozusagen diesen Irrtum hat und er glaubt aber auch tatsächlich an den Kaiserschnitt und an die Überlegenheit des Kaiserschnittes in jedem Falle sozusagen. Und dann passiert Folgendes, dass er dadurch aber einen viel größeren wirtschaftlichen Erfolg hat als der andere Früharzt. Er verkauft viel mehr Maßnahmen, in dem Fall immer dem Kaiserschnitt, kann 2 Kinder, 3 Enkel, 2 Urenkel ernähren und wird dann der Vorfahre von Drosten, Wieler und Lauterbach. Und sein Irrtum wird zum Studiuminhalt der normalen medizinischen Ausbildung sozusagen. Und das bedeutet, dass auch wenn es der Onkel Doktor noch so gut meint, ein Medizinstudent kann normalerweise nur sehr wenig durchschauen, wo vorteilbringende Irrtümer sich ins Medizinstudium eingeschlichen haben. Und da es von denen Tausende gibt, haben wir nur wenige Ausnahmeärzte wie Professor Bakti, Dr. Wodak, Dr. Schiffmann und ähnliche und eben die Next Scientists for Future, die in der Lage sind, immer auch ein System zu denken. Auch Bodo Schiffmann hat ja riesige Fortschritte gemacht. Er hat ja plötzlich Dinge durchschaut, wo er selbst auch immer sagt, ich war früher eigentlich ziemlich mainstreamig und jetzt mittlerweile durchschaue ich viele Dinge. Und er hat auch wirklich tiefe Dinge durchschaut, wo er sagt, da stimmt ja was ganz Grundlegendes im Medizinsystem nicht, ja, und so weiter. Ja, also das sind aber Ausnahmeärzte und Ausnahmepsychologen und Ausnahmemitarbeiter im Gesundheitswesen, die diese Fragezeichen stellen. Der Mainstream stellt diese Fragen gar nicht, grundsätzlich nicht. Deswegen hat auch Professor Drosten diese Frage sich nie gestellt, ob er nicht einem grundsätzlichen Gefährlichkeitsüberschätzungsirrtum unterliegen könnte, wenn ihm so ein Fehler schon wie damals bei der Schweinegrippe unterlaufen ist. Ne? Ich hätte noch mal eine Frage, und zwar, wenn es jetzt zum Thema Fehlanreize geht, da hatten Sie ja Vorschläge gemacht, wie zum Beispiel die Verdienstzuschläge für Ärzte zu ändern. Ja. Wie kann ich mir das zum Beispiel vorstellen, wie wird dieses umgesetzt schnellstmöglich? Also wir haben mehrere Konzepte, und jetzt werden wir mal ganz praktisch, weil die Zuschauer wollen garantiert ganz Praktisches hören und vielleicht dann auch noch mehr als die Gesundheitsreform. Ein Konzept von uns war, der Hausarzt kriegt, stellen Sie sich mal vor, jeder Versicherte würde im Monat durchschnittlich an die Krankenversicherung 320 Euro zahlen. Dann bräuchte die Krankenversicherung für ihre Verwaltung 20 Euro davon. Jetzt könnte man 300 Euro pro Monat, pro Person, nehmen wir mal an, ein Hausarzt, 1000 Versicherte haben sich einen Hausarzt zum Beispiel gesucht und gewollt sozusagen. Und dann kriegt er in sein Budget hinein, in sein internes Konto der Krankenversicherung, also 1000 mal 300 Euro. Das heißt also ein Monatsbudget von 300.000 Euro. Ja? Das Geld ist erstmal seines, aber er muss davon aus,
wenn die Patienten mit seinem Kursangebot, seinem Gesundheitsförderungsangebot rundum zufrieden sind und mit seiner sozusagen auch seinen Versuchen, auch die Schwerkranken etwas langsam aus der Krankheit rauszuführen, sehr zufrieden sind, dann suchen sie ja keine anderen Ärzte auf und brauchen auch nur selten Klinikaufenthalte. Und je weniger die Patienten jetzt sozusagen die Kunden, je weniger die zu anderen Ärzten rennen und je weniger sie in die Krankenhäuser gehen, desto mehr Geld verbleibt im Hausarzt und also hat er den neuen Anreiz, wie kann ich meine 1000 Leute inspirieren, noch gesünder sich zu ernähren, noch gesünder zu leben, gesünder Sport zu machen. Wir stellen uns das wie einen Healthy Lifestyle Club ab, auf mit ganz viel Personal aus allen Bereichen des Gesundheitswesens, Ernährungsberatung, Sport und so weiter. Also alles abgedeckt, was Spaß macht, Tanzen, alles kostenlose Tanzveranstaltungen und so weiter. Und das wird also sozusagen am Ende bedeutet das letztendlich, dass der Hausarzt einen völlig neuen Anreiz hat. Wie kann er eine kerngesunde, leistungsfähige Gesellschaft mit einer, für eine starke Volkswirtschaft, gesunde Mitarbeiter für gesunde Unternehmen in Deutschland erzeugen sozusagen, und er verdient am meisten, am Idealfall behält er die ganzen 300.000 Euro im Monat für sich. Das wird natürlich fast nie der Fall sein, aber sozusagen, wenn ein Arzt super gut wäre und unheimlich zaubern könnte in Richtung Prävention und Gesundheitsförderung, dann würden halt diese 300.000 Euro sein Gehalt sein monatlich. Ist ja auch nicht schlimm. Das ist zwar sehr hoch dann, aber wenn er am Ende, wir sagen immer so, ein Arzt, der gute Arbeit macht, soll auch fürstlich verdienen, und er muss ja von den 300.000 Euro sein ganzes Team bezahlen, das muss man noch dazu sagen. Ne? Er muss ja genau, die Gehälter müssen ja dann von diesem Geld bezahlt werden. Ja. Ne? Alles muss ja bezahlt werden, ja. Also die Idee verstehe ich, aber mir ist halt noch nicht plausibel, wie die Umsetzung erfolgen soll. Also wenn wir jetzt sagen würden, in dem Punkt sind wir uns einig und es kann nächste Woche starten, wie sieht das aus? Was wird benötigt auch an finanziellen Mitteln, wenn ja. Wir jetzt vielleicht nächste Woche schon starten könnten? Wie würde das aussehen in der Praxis? Ja. Ich verweise nur kurz darauf, dass ich gleich noch die zum Beispiel eine zweite Variante erzähle. Das ist die mit der sogenannten Wohlfühlstimme. Die erzähle ich gleich auch. Aber das ist das erste Modell. Das war so unser altes Modell, könnte man sagen. Ja? Aber wir haben eben mehrere Modelle. Wir haben zu allen Bereichen haben wir mehrere Konzepte. Und faktisch ist es ja so, also wir brauchen uns über nichts Gedanken zu machen, wenn wir nicht bei der Wahl sowieso 10% erreichen. Und dann läuft das so, dass im Koalitionsvertrag festgelegt ist, dass dass zum Beispiel unsere 23 Professoren von zum Beispiel vom dann neuen Bundeskanzler, Bundeskanzlerin und der Partei Wir 2020 in die entsprechenden Ministerien, in dem Fall ins Gesundheitsministerium eingeladen werden und dann dort mit den ganzen Minister und Ministerialbeamten, was es da alles so gibt, die Reform durchführen. Morgen. Ja? Also wir warten einfach drauf, wir könnten sofort morgen beginnen. Das war jetzt das Modell, das Dr. Wolfgang Wodak vor dem Corona-Ausschuss ja im Gespräch mit mir vorgeschlagen hatte, dass die sogenannten Regionalbudgets, wobei das dann mehrere Ärzte betrifft und so weiter. Wir haben das kann man auch so machen, man kann es als Budgetierung regional sehen, Regionalbudgets machen, und ich habe es jetzt mal als Einzelpraxisbudgetierung mal aufgezogen. Geht auch so, ja, und wobei der Hausarzt dann halt ein großes Team beschäftigt, das dann eben diese ganze diesen Healthy Lifestyle Club sozusagen darstellt sozusagen. Und die Wohlfühlstimme ist das zweite Modell, also das waren die Budgetierungsmodelle, und die Wohlfühlstimme ist das, was uns
in allen anderen Gesellschaftsbereichen noch wie so eine Art Passepartout, so ein Schlüssel, der auf alles passt, die Probleme löst, weil die Wohlfühlstimme würde bedeuten, dass jeder Bürger dem Staat sagt, wir beginnen alle mit der Note 3 bis 4 und wenn es uns besser geht, dann eine 3 plus, melden wir dem Bundeswahlleiter kurzfristig, da gibt es verschiedene Techniken, wie man das dann innerhalb von Stunden machen könnte, Veränderungen mitzuteilen. Oder eben dann eine 4 minus, wenn es uns, eine 4 plus, wenn es uns schlechter geht. Und wir haben Spielraum bis 1 plus und 6 minus. Und wer vor einem bestimmten Sterbealter verstirbt, kriegt dann die Note 7 und die läuft durchgängig weiter, die Wohlfühlstimme weiter, sodass also dann jeder Arzt bemüht ist, dass die Leute nicht vorzeitig sterben. Und sozusagen, und diese Wohlfühlstimme können wir aber dann auch benutzen, zum Beispiel für den Lebensmittelhändler, für andere Reformen, für den Politiker, damit er sozusagen kein Interesse am Lobbyismus mehr hat und so weiter. Also das ist so ein Schlüssel für alles und deswegen finde ich die Wohlfühlstimme noch charmanter als die Budgetierungslösung, weil dann müssten wir nämlich für jeden Bereich der Gesellschaft dann wieder, während wir die Wohlfühlstimme, da haben wir so ein Mittel für alles sozusagen. Ne? Jetzt würde ich gerne nochmal mein Verständnis der Wohlfühlstimme überprüfen. Also die Idee wäre, dass eben zusätzlich zu den Wahlen, die immer stattfinden, jeder Bürger die Möglichkeit hat, an den Bundeswahlleiter diese Wohlfühlstimme mehr oder weniger zeitnah zu jedem Zeitpunkt eine Veränderung mitzuteilen. Korrekt? Richtig. Man gibt seine Wohlfühlstimme, wenn man mag. Es gibt ja keinen Zwang, ja. Alles immer freiheitlich. Null Zwänge. Also wir denken absolut freiheitsorientiert. Und jeder, der Lust hat, sozusagen, gibt bei der Wahl seine Wohlfühlstimme ab, falls die sich verändert hat gegenüber dem letzten Zeitraum sozusagen. Das ist einfach eine neue Wahlstimme, die sozusagen sowas ist, gleichzeitig sowas ist wie ein Volksentscheid, wie ein dauernder Volksentscheid, gleichzeitig sowas ist wie ein dauernder Bürgerrat, gleichzeitig sowas ist wie eine dauernde Bürgerversammlung, weil eigentlich immer sozusagen, jetzt stellen Sie sich vor, eine Landesregierung in Hamburg, ja, sie machen eine politische Änderung. Und den Bürgern geht es schlechter, die geben eine schlechtere Wohlfühlstimme ab und schon meldet der Bundeswahlleiter sozusagen, in Hamburg fallen gerade die Wohlfühlstimmen ab. Und das ist überall jedem Bürger ständig transparent zugänglich. Ne? Und dadurch wird quasi die Politik wieder an den Bürger gekoppelt, sozusagen weg von den Konzernen, weg von den Lobbyisten, hin zur, wenn ich nicht jeden Tag mich um das Wohlergehen meiner Bürger kümmere, dann bin ich schneller weg in der Politik, als ich denken kann und dann ist meine Partei, wird wahrscheinlich bundesweit von niemandem mehr gewählt. Ne? Und was würde das dann eben, also wenn wir bei dem Beispiel bleiben, in Hamburg würden die Wohlfühlstimmen im ganzen Gebiet der Stadt absinken, dann würde das zum Beispiel die Konsequenz haben, dass ein Politiker oder jemand, ein Bürgermeister neu gewählt werden muss oder dass er zurücktreten muss oder was heißt das? Nein, das bedeutet, dass bei der nächsten Wahl, die nächste, nach Hamburg ist ja glaube ich die nächste Wahl, jetzt dann die nächste Landtagswahl müsste Sachsen-Anhalt sein, kann das sein oder ich weiß es jetzt gar nicht. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Nee, aber nehmen wir mal an, es wäre Sachsen-Anhalt, ja. Dann ist es so, dass natürlich jeder Bürger und die ganzen Medien vor der Wahl darüber sprechen, dass diese Partei, die in Hamburg gerade regiert, ja gerade Hamburg vom Wohlfühlen her für die Bürger abgewirtschaftet hat, sozusagen. Und wenn wir sozusagen, wenn man noch weitergehen würde, sogar noch Gesundheitsdaten und Langlebigkeitsdaten dazu nehmen würde und dann vielleicht sogar noch die Hamburger Wirtschaftswunderdaten mit dazu nehmen würde, dann würden die Bürger in Sachsen-Anhalt sich also informiert werden und sich informieren, dass die Partei besonders schlechte Ergebnisse hat im Bundesschnitt. Und dann würden die Bürger gucken, was hat denn diese Partei in den anderen Bundesländern
dann für Ergebnisse? Und wenn die ähnlich schlecht sind, dann werden die Bürger bei der nächsten Landtagswahl in Sachsen-Anhalt also wissen, dass sie auf keinen Fall diese Partei wählen werden, weil sie nicht das gleiche Schicksal erleiden wollen wie die Bürger Hamburgs. Und sich informieren, dass die Partei besonders schlechte Ergebnisse hat im Bundesschnitt. Und dann würden die Bürger gucken, was hat denn diese Partei in den anderen Bundesländern für Ergebnisse. Und wenn die ähnlich schlecht sind, dann werden die Bürger bei der nächsten Landtagswahl in Sachsen-Anhalt also wissen, dass sie auf keinen Fall diese Partei wählen werden, weil sie nicht das gleiche Schicksal erleiden wollen wie die Bürger Hamburgs. Okay, darf ich zwei kleine Fragen dazwischen schieben? Gerne. Also die erste Frage ist, wie sieht man die Gefahr, dass wenn man als Beispiel jetzt dieses Budgetierungsmodell nimmt, bündelt sich ja sehr viel Macht bei zum Beispiel einem Arzt. Das ist die eine Geschichte, wo ich gerne noch eine Info hätte, wie man sowas kontrollieren, steuern oder wie auch immer möchte. Und die zweite Geschichte ist, die Erfahrung zeigt ja leider, dass die Leute sehr, sehr gerne negative Stimmen abgeben, aber bis sich jemand mal wirklich positiv über etwas äußert, das fällt ja sehr schwer. Das heißt, bei so einer Wohlfühlstimme wäre für mich ja immer so als Hintergedanke, dass wahrscheinlich die Leute, die eine negative Stimme abgeben würden, ja viel, viel schneller reagieren, als jemand, der eine positive Stimme abgibt. Ja, vielleicht fange ich mit dem Letzten an. Das ist, ich komme ja nun mal, also ich war natürlich an der Universität, habe ich natürlich alle Prüfungen mit der Note 1 gemacht, ne? Und natürlich auch die methodischen. Das ist so, das müssen Sie rein statistisch sehen. In allen Bundesländern und in allen Kommunen verhalten sich die Wähler im Prinzip alle ähnlich. Also der Trend, wenn dann ein Trend ist, dass man sich seltener eine positive Verbesserung der Note gibt als eine negative, dann werden sich alle bundesweit ungefähr parallel verhalten. Und dann haben sie doch im Vergleich wieder eine ganz klare, wissenschaftlich klare Aussage, dass in diesem Bundesland Hamburg doch besonders viel negative Wohlfühlstimmen sind. Und die zweite Sache mit der Macht, das ist so, ich sage immer so, ein Hausarzt ist dann, natürlich, er ist ja heute schon ein Unternehmer. Jeder Arzt ist ja, ein Hausarzt ist ja ein Unternehmer, ist eigentlich ein Betrieb, was er betreibt, ja, ein Gesundheitsbetrieb. Der wird halt wirklich dann, teilweise können dann Ärzte regelrecht zu Großunternehmern werden. Aber warum denn nicht, wenn dieser Arzt es doch schafft, dass er mir hilft, dass ich viel gesünder und glücklicher bin? Also wenn ich jetzt nochmal dazu nehme, wenn er mir hilft, dass ich gesünder und glücklicher mich fühle und so weiter und auch gar keinen Grund habe, den Hausarzt zu wechseln, warum soll der dann nicht am Ende 2000 Leute betreuen oder die sich ihn wählen oder 3000 und sein Team immer mehr vergrößern? Warum soll das? Es ist ja nicht schlecht an sich, dass ein Unternehmen da ist, sondern entscheidend ist, ob das Unternehmen entweder uns dient oder Profit auf unsere Kosten macht. Und das meine ich auch nicht. Ja. Entschuldigung, wenn ich das zwischenrede. Ja. Da bin ich alle komplett vollkommen bei Ihnen. Ja. Die Frage ist aber, ich gehe jetzt davon aus, ein Arzt, wir bleiben einfach bei diesem Beispiel, hat ein Budget von 300.000 Euro. Dann wird er sich ja ganz genau zum Beispiel aussuchen, okay, ich kooperiere nur mit diesem einen Fitnessstudio oder ich kooperiere nur mit diesem einen Tanzstudio oder wie auch immer. Dann sehe ich zumindest erstmal die Gefahr wieder, dass wir genau das haben, was heute ja schon sehr häufig da ist, dass ich will jetzt nicht richtig Korruption nennen, aber dass natürlich auch da wieder die Gefahr der Vorteilsnahme ist, wenn jemand sagt, komm her, ich schicke dir aber jetzt nochmal einen zusätzlichen Bonus, wenn du mein Fitnessstudio empfiehlst, wenn du mein Tanzstudio empfiehlst. Wissen Sie, was ich meine? Ja, aber genau das ist der Punkt, dass der Arzt, wenn er sich jetzt bestechen lassen würde von dem Fitnessstudio, würde er viel mehr Geld verlieren, weil die Kunden ja dann nicht zufrieden damit wären und eventuell den Hausarzt wechseln, nur um an ein besseres Fitnessstudio ranzukommen. Verstehen Sie die Logik? Also auch dort würden die Kräfte des Marktes, also wir sagen, freier Markt ist gefährlich, aber wir haben es ja jetzt dann mit einer gelenkten Marktsituation zu tun durch die positiven Anreize. Das heißt, der Arzt will ja erstens möglichst viele Menschen haben, die sich freiwillig ihn als Hausarzt wählen, sozusagen.
Und wenn die abwandern, weil er eben zum Beispiel mit dem falschen Sportverein zusammenarbeitet und mit dem falschen Fitnessstudio zusammenarbeitet und mit dem falschen Tanzschule zusammenarbeitet und Kooperationsverträge hat, dann werden ihm die Leute abwandern. Es geht ja immer um ein Viertel, also so ein Hausarzt, das Kreis, das sind ja die Menschen, die da drumrum wohnen, ja. Und dann wandern die halt zu dem Konkurrenzhausarzt ab oder Hausärztin ab. Und dann genauso soll es aber auch sein. Und am Ende werden wir zum Beispiel für die Stadt Hamburg wird es eine öffentlich bekannte Rangliste geben, welche Hausärzte die besten Ergebnisse haben. Und da gibt es dann den erfolgreichsten Hausarzt und den 500 erfolgreichsten Hausarzt. Und allein schon anhand dieser Rangliste werden sich dann die Neukunden entscheiden, zu welchem Hausarzt die wohl gerne gehen möchten in ihrer Nähe. Da wird es so eine Umkreissuche geben im Internet und dann sieht man, welche Ranglistenposition die Ärzte bisher einnehmen. Und anhand der Ranglistenposition kann man ungefähr deren Krankheitsverhinderungs- und Gesundheitsförderungsleistung, deren Präventionsleistungsfähigkeit ablesen, und zwar des gesamten Teams dann natürlich immer. Ne? Ich hab auch eine Frage dazu. Wenn man sich die heutige Politik so ansieht, dann sind sehr viele Leute in meinem Umfeld sehr zufrieden mit der Politik und sagen, ja, schau dir mal die Situation in Italien, Spanien, in den USA an und wir haben das doch alles wundervoll gemacht. Und man sieht ja auch, dass die Zustimmung zumindest am Anfang der Pandemie in die Politik gestiegen ist, jedenfalls nach Umfragen oder nach dem, was ich in den Zeitungen gelesen habe. Das heißt, der Wohlfühlfaktor, der ist natürlich sehr subjektiv und kann natürlich aus meiner persönlichen Sicht manipuliert und gesteuert werden durch die Presse. Und da sehe ich eine große Gefahr. Wie sehen Sie das? Ja, da kommt jetzt ins Spiel, dass wir 20 Reformen haben, aber und zwar die Reform des öffentlich-rechtlichen Fernsehens und Rundfunks ist natürlich eine unserer zentralen Reformen sozusagen, weil das natürlich im Moment zutrifft. Das ist im Moment eines sicherlich im Endeffekt sehr manipulativ und sehr beeinflussend, aber Sie müssen immer bedenken, dass Wohlfühlstimmen und bei der Wohlfühlstimme zum Beispiel Gesundheitsdaten und so weiter, alle immer ja nur relativ zueinander betrachtet werden. Also wenn zum Beispiel die Tagesschau bestimmte Manipulationen bringt, dann beeinflussen die alle Bürger Deutschlands gleichermaßen sozusagen. Und trotzdem kann ich wieder statistisch gucken, wie sich in der Kommune, was weiß ich, München sozusagen die Daten verändern im Vergleich zum gesamten Bundesland Bayern und so weiter. Und es geht immer um dieses relativ zueinander. Insofern mache ich mir da überhaupt keine Sorgen. Aber natürlich müssen wir den öffentlich-rechtlichen Rundfunk reformieren, ne? Damit es dort wieder sozusagen eine Ausgewogenheit gibt und nicht eine sogenannte Hofberichterstattung für die Regierung. Ne? Ich würde denken, wir kommen jetzt noch wieder ein bisschen zum Gesundheitssystem wieder zurück. Ich habe da auch noch mal eine Verständnisfrage. Also das heißt, das Budget, das beispielsweise jetzt ein Hausarzt hätte, das ist einfach wirklich nur durch die Zahl der Patienten, die er hat, bedingt, weil ansonsten würde man sich ja fragen, wenn jetzt jemand beispielsweise in Hamburg auf Platz 1 so einer Liste liegen würde, was hält ihn davon zurück, mehr Geld zu verlangen für eine Behandlung? Der Witz ist, dass der Hausarzt selber und sein Team kriegen für keinerlei Behandlungen mehr etwas. Ihr Gehalt besteht aus dem, was am Ende des Monats übrig bleibt von diesen 300.000 Euro zum Beispiel. Bei dem Budgetierungssystem. Bei dem Wohlfühlstimmensystem ist es anders. Da geht es darum, dass sozusagen anhand der Wohlfühlstimmen und der Gesundheitsdaten und der Langlebigkeitsdaten der Versicherten dann sein von der Krankenversicherung sein Monatshonorar jeweils jeden Monat neu errechnet wird. Die er hat und da aus deren Daten wird sein Honorar errechnet, korrekt?
Genau, und zwar so, dass es sogar nicht so sein kann, wie Dr. Wodak sagte, dass die Krankenkasse dann anfängt, kranke Leute rauszuekeln sozusagen, weil die Krankenversicherung kriegt eigentlich nur die Krankenversicherung, arbeitet mit den Namen der Kunden und mit dem Bankeinzug und so weiter. Während ansonsten nur eine sogenannte, wir denken an eine Krankenversicherungseinkaufskarte, und die ist nur zahlengesteuert, da gibt es keine Verbindung zum Namen. Die Verbindung im Namen würde nur, also beim Bundeswahlleiter und statistischen Bundeswahlleiter, in zwei sogenannten Fort-Knox-Einrichtungen sozusagen, hätte das Bundeskriminalamt, ist das Einzige, was die Brücke herstellen kann, zwischen einer Zahl und zwischen einem Namen. Die Krankenversicherung erfährt also zum Beispiel gar nicht, welcher Kunde am Ende doch noch sehr teuer ist, ja, und kann deswegen auch nicht mehr versuchen, Kunden rauszuekeln aus ihrer Krankenversicherung und die anderen Krankenversicherungen zuzuschanzen sozusagen. Was ja Dr. Wodak gefürchtet hatte, aber das haben wir natürlich auch im Blick immer. Ne? Und der zweite Punkt ist eben auch, dass letztendlich auch es so sein muss, dass, also wenn dann zum Beispiel auch jetzt bei der Wohlfühlstimmenlösung, ja, der Hausarzt zum Beispiel, wenn dann bestimmte Behandlungen außerhalb nötig sind und die dann vielleicht noch bezahlt werden. Wir könnten jetzt darüber nachdenken, dass wir also auch die Krankenhausstationen mit in die Teams mit reinziehen. Aber eins nach dem anderen. Erst einmal ist es so, dass dann zum Beispiel die Behandlung bei einem anderen Arzt, bei einem Facharzt bezahlt werden muss. Und das macht ja dann die Krankenkasse, aber rechnet es dann auch dem Hausarzt an, ja, dass eben da eine Zusatzbehandlung beim Facharzt gemacht werden muss, und das beeinflusst natürlich dann auch das Honorar, was an den Hausarzt ausgeschüttet wird am Ende. Ja? Aber das geht nur über Zahlen, das geht nur über Zahlen, nicht über Namen. Also man kann das so machen, bei dem Budgetierungssystem haben wir darüber nachgedacht, dass wir erst einmal beginnen und erst mal die Macht dieses Systems beweisen mit dem Hausarzt, ja? Und dass wir dann, aber wir könnten natürlich rein theoretisch, können wir dann Stück für Stück die Fachärzte mit reinbeziehen in diese Teams, so dass dann so etwas wie in der DDR gab es ja, glaube ich, sogenannte Polikliniken, ja? Dass dann also aus dem Hausarztteam dann auch schon ein Team wird, das einen eigenen Zahnarzt hat und einen eigenen und so weiter, ja? Also eigene Fachärzte auch hat als Partner und die dann auch wieder gemessen werden, so nach dem Motto, je gesünder, also wenn ich jetzt eine Zahnbehandlung mache und diese Zahnbehandlung hält entweder 10 Jahre oder sie hält 50 Jahre, ja, dann wird natürlich der mehr belohnt, wo sie 50 Jahre hält sozusagen. Also da wird dann auch wieder die Gesundheitsförderung und die langfristige Wirkung zum Beispiel auch einer Operation wird dann so berechnet. Also man könnte dann sogar so weit gehen, dass man Krankenhausstationen oder Operationssäle mit in bestimmte Teams reinzieht sozusagen und wer dann so operiert, dass die Operation nicht 20 Mal nachgebessert werden muss, sondern mit einer Operation wirklich dauerhaft ein positiver Wohlfühl- und Gesundheitsnutzen erzielt worden ist, der kriegt dann natürlich die höchsten Belohnungen. Aber wir sollten, glaube ich, alles einen Schritt nach dem anderen machen, denn die Gesellschaft will sicherlich erst einmal sehen, welchen segensreichen Wirkung alleine die Änderung des Hausarztsystems hat. Und die weiteren Schritte, das können wir dann diskutieren, ne? Man könnte am Ende alles in die Budgetierung reinnehmen. Also im Prinzip ist es ja denn so, dass die Budgetierung, also dieses Geld, was den Hausarzt zur Verfügung stellt, kann er individuell ja einsetzen. Je nachdem, mit welchen Kooperationspartnern er halt arbeiten möchte in vielen Bereichen. Ob jetzt Osteopathie,
Heilpraktiker, Tanzstudio, was wir meinten. Habe ich das richtig verstanden? Das ist für uns, wir denken uns auch eine Öffnung. Wir haben ja im Gesundheitswesen auch einen riesigen Streit. Da ist alternative Methoden, die einen kämpfen mit aller Vehemenz gegen die Homöopathie und so weiter. Ja? Und wir sind der Meinung, wir müssen damit Schluss machen. Wir öffnen den Markt. Wir haben jetzt dann klare Messgrößen für den Markt. Wir öffnen den Markt auch für sogenannte Hausarztersatzpraxen. Also im Prinzip darf jeder Anbieter, wenn er denn genügend Kunden hat, genügend Fans hat, auch ein esoterischer Arzt oder kann eben auch seine Praxis aufmachen und oder ein Heilpraktiker kann auch eine Hausarztersatzpraxis aufmachen, wenn er denn genügend Kundschaft hat, sozusagen, die ihn sich als Hausarzt wählen. Und wir öffnen den ganzen Raum, sodass der Hausarzt auch mit jeder, der darf auch mit Akupunkteuren zusammenarbeiten, der kann in seinem Team haben, was er will. Am Ende wird ja sowieso die Qualität gemessen und am Ende wird ja das Ergebnis gemessen. Also haben wir da gar keine Sorge. Also jemand, der zum Beispiel dann mit irgendwelchen fragwürdig esoterischen Methoden meint, da irgendwie vorgehen zu können, der findet sich ganz, ganz schnell am Ende der Rangliste in Hamburg wieder. Und dann wandern alle seine Versicherten ab zu anderen. Ne? Also die Idee finde ich richtig cool, weil dann könnte man ja wirklich alles mit ins Boot holen, je nachdem, ja, was halt der Mensch, der mir gegenüber sitzt, halt auch wirklich braucht, ob Meditation, Übungen oder was auch immer. Denn ärztliche Behandlung ist ja nicht nur eine Sache des Stoffes, das ist eine Sache der psychischen, der Entspannung, der Aktivierung des Immunsystems. Also ich als reiner Naturwissenschaftler verstehe ja die Homöopathie in erster Linie als ein hochwirksames sich um den Menschen kümmern, dem Menschen die Angst nehmen, sich den Menschen in einen tiefen, entspannten Zustand bringen, in einen Zustand des Vertrauens bringen, unter dessen Bedingungen das Immunsystem, die sogenannten Selbstheilungskräfte, besser arbeiten als je zuvor. Und insofern interessiert mich dann auch die Frage nach der Stofflichkeit bei der Homöopathie, interessiert mich überhaupt nicht, weil Behandeln ist viel mehr als nur ein paar Stoffe in eine Zelle reinbringen, ne? Ja, also da bin ich ganz bei Ihnen, da ich ja auch in zwei verschiedenen Bereichen tätig bin. Zur einen Seite ist es ja halt im Dialysebereich, wo halt die westliche Medizin eben sehr stark dominant ist. Und auf der anderen Seite bin ich halt viel mit Energie ab. Ja, und Shiatsu und Massage und so weiter, diese Dinge werden wahrscheinlich unendlich groß werden, weil die tragen zum Wohlbefinden bei, dauerhaft zum Wohlbefinden der Menschen bei. Und da den Menschen ja sowieso alle menschlicher Kontext, deswegen ja auch diese Tanzveranstaltungen und so weiter, da den Menschen ja sowieso alle, wir sind ja alle als sogenannte einsame, kaufsüchtige Singles durch unser jetziges System geworden. Und dass die Menschen wieder zueinander finden, wieder Körperkontakt, Massagetechniken, Körpertherapietechniken und so weiter, die werden dann wahrscheinlich, der kluge Hausarzt wird sich solche Leute in sein Team holen. Ne? Und wenn ich mir jetzt aber mal überlege, also wenn dieses System jetzt eingeführt würde, und wir haben ja sozusagen unser jetziges System, beispielsweise, dass die Pharmaindustrie einen sehr starken Einfluss hat und auch eine große finanzielle Macht. Wie würde man denn jetzt verhindern, dass beispielsweise eine Pharmaindustrie da versucht, in irgendeiner Form einzusteuern? Ja, das wäre zum Beispiel, die Wohlfühlstimme würde uns das Problem sowieso von Anfang an schon wegnehmen, sozusagen, weil die Wohlfühlstimme basiert auf der Grundidee, sozusagen, mache dem Politiker, ja, also stellen wir uns mal vor, wir haben jetzt, die Partei hätte 10% bei der Bundestagswahl, mache den Koalitionspartnern, den möglichen Koalitionspartnern das Angebot, dass über die Wohlfühlstimme sie viel mehr bekommen. Sie bekommen mit dieser Gesundheitsreform und den 20 anderen Formen, ich sag's mal wirklich so knallhart, wie ich es wirklich denke, 1000-mal mehr Gesundheit, 1000-mal mehr Lebensfreude und Lebensqualität
und sie bekommen viel mehr Langlebigkeit, wobei aus wissenschaftlicher Sicht kein Mensch, denke ich, über 127 Jahre alt werden sollte, weil da unser genetische, aus gutem Grund unsere genetische evolutionsbiologische Grenze sein dürfte. Aber wir wollen es schon so schaffen, wie es in Okinawa war, dass da Massen an 110-Jährigen noch mit 110 Jahren noch quietschfidel gearbeitet haben, ne? Von noch vor einigen Jahrzehnten, ne? Bevor dann unsere westliche Ernährung und die nach Japan kam, ne? Und das heißt also, durch die Wohlfühlstimme ist es dann so, dass wir erzielen ja mit den 20 Reformen ein dauerhaftes Wirtschaftswunder von bis zu 0,5 Billionen Euro jährlich. Und davon müssen wir den Politikern was abgeben, sonst werden sie einer Änderung und der Einführung der Wohlfühlstimme nicht zustimmen. Und das heißt, wenn die Politiker dann sehen, dass sie noch doch mal, und das ist ein Zugeständnis, es geht leider nicht anders, auch von diesen 500 Milliarden noch eine kräftigste Diätenerhöhung bekommen, die muss nämlich ausgleichen. Die wegfallenden Geschenke der Lobbyisten, die wegfallenden Vortragsaufträge der Industrie. Sie muss kompensieren das Wegfallen der Jobs hinterher in der Wirtschaft sozusagen. Und das muss ja diese Diätenerhöhung auch mitkompensieren. Und dann werden die Politiker sagen, okay, wir stimmen der Einführung der Wohlfühlstimme zu. Und dann ist es so, dass der Politiker gar kein Interesse mehr hat, mit der Pharmaindustrie zu reden, weil eine Stunde, die er mit der Pharmaindustrie redet, hält ihn davon ab, das Beste zu tun, um die Wohlfühlstimmen der Bürger in Hamburg zu verbessern. Und daran scheitert dann seine Wiederwahl und scheitert die gesamte Partei dann. Also würde dann auf die Pharmaindustrie erstens niemand mehr achten und außerdem wird auch die Pharmaindustrie in Zukunft für Deutschland, für das Ausland gelten andere Gesetze, aber für Deutschland auch danach belohnt, je gesünder sich die Bevölkerung, desto mehr Verdienstzuschläge werden errechnet für die Pharmakonzerne. Das heißt, die selbst werden dann auch interessiert an Prävention. Vielleicht entwickeln Pharmakonzerne, stellen vielleicht die besten Comedians Deutschlands an und machen mit denen Gesundheitsförderungskurse, die sie dann vermieten an die Hausärztteams sozusagen, wo die Leute hingehen, um den berühmten Comedian XY zu hören und dort ganz viele wertvolle Tipps für gesünderes Leben erfahren, sozusagen auf dem Spaßweg. Ne? Und so könnte, was weiß ich, was die Pharmaindustrie neben der Medikamentenerforschung und Produktion in 10 Jahren dann noch alles machen würde, nur um Gesundheit zu fördern und Produkte zu haben, zu verkaufen, zum Beispiel Bodenentgiftungsmedikamente zu entwickeln, die unsere Böden wieder zu einer natürlichen, permakulturorientierten Landwirtschaft werden lassen und so weiter. Also da kann man sich vieles ausdenken. Das würde ich aber gerne den Kräften dieses gelenkten Marktes überlassen, denn im Markt wird sich dann zeigen, welcher Pharmakonzern die besten Ideen hat zur Gesundheitsförderung. Und dann sehe ich auch die Pharmakonzerne überhaupt nicht mehr als eine Bedrohung, sondern das sind dann unsere Freunde. Hm? Jetzt habe ich noch eine Frage, und zwar das Konzept mit der Wohlfühlstimme, das baut ja alles sehr zentral darauf auf, dass diese Messgröße Wohlfühlstimme sich eben wirklich frei entwickeln kann. Also nochmal kurz zurück, die Wohlfühlstimme ist ja eine sehr zentrale Messgröße. Und ich meine, wir haben ja jetzt auch im Rahmen der Ereignisse in den letzten Monaten erlebt, dass so etwas wie eine Angststimmung sehr stark erzeugt wurde in meinen Augen, beispielsweise durch Medienberichterstattung. Und wie würde man denn jetzt vielleicht verhindern können, dass beispielsweise halt die Wohlfühlstimme, also die Einschätzung, wie gut sich oder wie wohl sich jemand fühlt, praktisch durch solche Maßnahmen beeinflusst würde in die falsche Richtung beispielsweise? Ja, kann ich eine gute Nachricht sagen? Brauche ich doch gar nicht. Im Moment regieren SPD und CDU. Und jeder Bürger, der in einer Angststimmung ist, gibt schlechtere Wohlfühlstimmen ab. Und dann würde der Bundeswahlleiter vermelden, ja, die Bundesregierung ist gerade dabei, das Gesamtbefinden der Bevölkerung zu verschlechtern.
Zwar vertrauen die Bürger, ja, also es ist ja ein Unterschied, wenn die Bürger sagen, 80% der Bürger sagen, sie finden die Maßnahmen der Regierung gut. Wenn sie dann aber doch unter den Maßnahmen leiden, erstens durch Angst leiden, zweitens durch die Maske leiden, drittens durch wirtschaftliche Nachteile ihres gastronomischen Betriebes und so weiter, dann wird sich das alles in den Wohlfühlstimmen, Gesundheitsdaten, Langlebigkeitsdaten und so weiter niederschlagen. Wir haben ja auch noch weitere Steuerelemente, die ich jetzt noch gar nicht erwähnt habe. Und dann wird es einfach heißen, hoppla, zwar stimmen die Bürger den Maßnahmen der Regierung zu 80% zu, es geht ihnen aber schlechter als vorher. Und die Angstmache hätte man dann vielleicht sehr vorsichtig gemacht und wäre mit der Angstmache ganz vorsichtig gewesen, weil man genau gewusst hätte, ich reduziere ja damit auch das Wohlbefinden der Bevölkerung und das sollte ich nicht leichtfertig tun und dann sollte ich doch lieber mal prüfen, ob Professor Bakti nicht oder Dr. Schiffmann nicht vielleicht eher recht haben als ein Professor Drosten, ne? Gut, also ich kann verstehen, dass sozusagen es schwierig sein wird, irgendwie die zu behaupten, es wäre ja alles gut und die Wohlfühlstimme wird dann schon, wenn sie negativ ist, würde sie trotzdem das zeigen. Ja, der Bürger schreit ja nicht Hurra und gibt eine gute Wohlfühlstimme ab, nur weil er jetzt gezwungen ist, mit der Maske rumzulaufen. Aber er sagt, okay, es ist schrecklich, ich sage, die Regierung macht das schon irgendwie richtig. Aber er fühlt sich doch dabei deswegen nicht wohler, nur weil er denkt, dass die Regierung was richtig macht. Sondern er leidet doch trotzdem. Und der Bürger soll ja immer nur in sich reinschaut. Also darf ich mal sagen, wie ich die Wohlfühlstimme für mich als Wähler empfinde. Es ist so, wenn ich nicht immer nur in mich reinhöre, wie es mir wirklich über alles hinweg gesehen geht und wenn ich eine falsche Wohlfühlstimme abgebe, dann mache ich ja Selbstmord, weil ich ja dann die gesamte Gesellschaft in eine für mich schädliche Richtung lenke. Also gehe ich doch total verantwortungsvoll mit meiner Wohlfühlstimme hin und wenn mir die Regierung gerade Angst gemacht hat, dann habe ich ja gerade Angst, da fühle ich mich schlechter, dann gebe ich jetzt auch eine schlechtere Wohlfühlstimme ab, ja? Denn diese Wohlfühlstimme ist dann mein Leben, weil ich lenke damit über die Verdienstzuschläge die gesamte Gesellschaft, entweder zu meinem Schaden oder zu meinem Nutzen. Und wenn ich nicht sorgfältig wiedergebe, wie es mir wirklich geht, dann lenke ich ja alles in die falsche Richtung. Ja? Und dann schade ich mir selber. Und wenn man das einmal begriffen hat, dann werden die Wohlfühlstimmen auch von denen, die sie abgeben, und das werden dann sicherlich 60, 70, 80% der Bevölkerung sein, werden die mit größter Sorgfalt abgegeben, weil man, nochmal, der Satz, die Wohlfühlstimme ist dann mein Leben, weil ich nur so verhindern kann, dass die Wirtschaft gegen mich arbeitet. Ja? Also ich habe auch noch mal ganz kurz eine Frage. Sie haben ja gerade gesagt, bis Sie das begriffen haben, also die Menschen. Das Umdenken ist ja ein stetiger Prozess. Haben Sie dafür ein Gefühl, wie die Dauer des Umdenkens, also für diesen Prozess, dauern könnte? Also dieser ganze Reformprozess kann aus meiner Sicht blitzschnell geschehen, weil diese ganzen vorteilbringenden Irrtümer, die es ja in allen gesellschaftlichen Bereichen gibt, sind uns hinlänglich bekannt. Zumindest mal sagen wir mal, 90% sind uns davon bekannt und wir würden dem Hausarzt in ZDF und ARD in großen Shows kostenlos und die Bevölkerung zugleich und den Hausarzt kostenlos unterrichten, was er alles braucht, um einen wirklich gut funktionierenden Healthy Lifestyle Club zu haben. Wir würden quasi eine Schnellkur machen, quasi 170.000 Jahre alte, vorteilbringende Irrtümer würden wir versuchen, innerhalb einer Woche auszuräumen, quasi. Ne? Man muss ja auch bedenken, dass wir jetzt in einer Sondersituation sind und das macht es ja nochmal viel spannender. Also, ja. Dass aus dieser angstmachenden, Diktatur befürchten lassenden Situation zugleich auch was sehr Gutes werden kann. Also wegen dieser Sondersituation glaube ich nämlich auch, dass da vielleicht die Chance besteht, dass es besonders schnell geht. Ja, und vor allem auch
Denken Sie über den Arzt nach, der einfach sagt, nein, ich will mir von den Next Scientists for Future, von diesen 23 Professorinnen und Professoren und der ehemaligen Bundesgesundheitsministerin nicht all die, wir haben ja jetzt schon 8 Sendungen im Internet, wo über gesunden Lebensstil kostenlos unterrichtet ist, und ich will mir auch diese kostenlosen ARD und ZDF-Sendungen dann nicht anschauen, wo ich weitergebildet werden kann, wie ich einen erfolgreichen Healthy Lifestyle Club wohl angehen sollte und so weiter. Und was da alles drin sein sollte und wie ich vom Grundansatz rangehen sollte, sondern ich bleibe bei meinem alten System. Ich glaube daran, dass bei dem kleinsten Tumor sofort eine Operation und eine Chemotherapie und eine Bestrahlungstherapie sein muss. Und dann wird er sehen, ob er sich ganz schnell am Ende der Rangliste in Hamburg findet bei den Ärzten oder am oberen Teil der Rangliste findet. Da wird er schneller Rückmeldung kriegen, schon, da kriegt er vielleicht schon nach dem ersten Monat eine Rückmeldung, die ihn erschrecken wird oder entsetzen wird, ne, eventuell. Ne? Aber vielleicht ist er auch der Renner. Wir sind völlig offen. Wir sind auch völlig offen dafür, dass sich vielleicht am Ende rausstellt, dass alle Ärzte, die in Hamburg auf Position 1, 2 und 3 sitzen, dass das alle knallharte Schulmediziner sind. Kann ja sein. Wir messen ja am Endergebnis. Das heißt, wir brauchen nicht mehr spekulieren. Wir messen am Endergebnis. An der Gesundheitswirkung. Ja? An der Tatsache, ob sich jemand, der vorher schwerst krank war, entweder ein bisschen weniger krank geworden ist oder noch schwerer krank geworden ist. Das ist übrigens der Begriff der Erwartungskurve. Also wir wollen im Idealfall so weit gehen, dass wir am Ende so haben, dass wir für jeden Versicherten, wenn man das will, ich habe da keine Sorge wegen des Datenschutzes, müssten wir über Datenschutzängste reden, ja, aber ich glaube, dass der Bundeswahlleiter das verantwortungsvoll machen würde, wir, nehmen wir mal an, in meiner Familie wären, also in meiner Familie gab es keine Krebsfälle, aber stellen wir uns mal vor, meine Großmutter und meine Urgroßmutter und so weiter, die hätten alle Krebs gehabt und so weiter, mein Vater und so weiter, dann wäre ja wäre meine Erwartungskurve ja sehr hoch, dass ich teure Krebsbehandlungen in Anspruch nehmen würde. Und diese hohe Kurve braucht ja jetzt der Hausarzt nur ein wenig zu untertreffen und aus der Diskrepanz zwischen den beiden Kurven sozusagen oder dem tatsächlichen Wert und der Kurve, der Erwartungskurve, erhält er sein Honorar berechnet und erhält dann ein fürstliches, also die Hausärzte werden richtig gierig sein, bitte alle Schwerkranken, kommt zu uns, denn da kann ich noch mehr verdienen. Da kann ich zeigen, was ich kann. Eine Sache, die wir heute wahrscheinlich nicht klären können, aber die ich mal in den Raum werfe, das ist vorhin schon mal angeklungen, wie schützen wir die Sache vor Populismus? Weil auch Ärzte können Populisten sein, und wie schützen wir die Geschichte, dass sie sozusagen durch einen geschickten, rhetorischen, charismatischen Menschen dann doch irgendwie wie die Lemminge, ne, irgendwo hinströmen? Also es gibt ja auch religiöse Vorstellungen, die Amish oder sowas, die bestimmte Sachen ablehnen, und dann müssen wir halt damit leben auch, dass manche Leute sozusagen ihren eigenen Tod, der zu verhindern gewesen wäre, da letztendlich dann verursachen. Aber das führt heute vielleicht zu weit. Ja, nee, oder sehen wir das doch einfach mal nicht so problematisch, weil einfach sozusagen der charismatische Arzt, der Blender sozusagen jetzt in dem Falle, der wird ja knallhart daran gemessen, an den Daten sozusagen, und die Daten entlarven jeden sofort. Also es dauert 1, 2, 3 Monate und dann ist jeder Blender in jeder Hinsicht entlarvt, weil die Daten lügen nicht, ja? Das ist genau der Punkt. Es geht nicht mehr darum, ein System zu haben, wo man vermutet und hofft darauf, dass ärztliche Behandlungen wirklich gut sind für die Gesellschaft, für den Menschen und so weiter, für alle Beteiligten, sondern dass wir das messen und danach die Gelder ausschütten. Und das ist dann so gnadenlos, das System, ja, dass also, wie gesagt, was meinen Sie, was Sie als Hausarztteam dann noch für eine Chance haben, wenn Sie auf Position 500 in Hamburg stehen? Ne? Sind die Ideen absolut großartig. Also erstmal schon mal Glückwunsch dazu und bin glücklich, dass ich hier mithören darf. Danke. Ein bisschen Wasser in den Wein ist eben für mich, zur Sekunde wird auch ohne Ende gemessen.
Und ich darf die Rechnung nicht ohne den Wirt machen, der heißt Deutungshoheit, nicht? Also ich kann ja messen und messen und dann sehen die, die die Deutungshoheit haben, sehen dann die Infektionen und verkaufen das der Bevölkerung auch so. Ja. Und dann funktioniert sozusagen nichts mehr, wie wir jetzt sehen. Ne? Ja, ja, also wir müssen unterscheiden zwischen einem völlig fragwürdigen Test, der eventuell gar nicht sauber validiert ist und ähnlichen Dingen, und einem völlig verantwortungslosen Umgehen mit Zahlen, wo überhaupt nicht die Beziehung hergestellt wird zwischen der Zahl der getesteten Personen und der Art der getesteten Personen und den Infektionszahlen. Denn eigentlich müsste ich ja auch noch mitteilen, wie viel 80-Jährige habe ich getestet, wie viel 70, 60, 50, 30 und so weiter. All das wird ja nicht getan, sondern es wird ein nebulös, wird sozusagen aus einem Infizierten, was überhaupt nichts bedeuten muss. Erstens sagt der Test ja noch nicht mal, ob er wirklich infiziert ist, und dann, wenn er infiziert ist, muss das ja überhaupt nichts bedeuten, weil das Einzige, was uns ja interessiert, sind schwer kranke Menschen und sterbende Menschen. Ja? Und allein darauf müsste sich beziehen, und der Bundes Wahlleiter, die Daten, die er erhebt sozusagen mit den Wohlfühlstimmen, zum Beispiel Gesundheitsdaten, Langlebigkeitsdaten und so weiter. Also man kann sagen, die Wohlfühlstimmenlösung ist die datenumfangreichere Lösung und die Budgetierungslösung ist die datenärmere Lösung. Wobei ich sage, der Vorteil ist so riesig, dass ich da keinerlei datenschutzmäßige Bedenken habe. Ich hätte vor allem anderen mehr Angst, als dass der Bundeswahlleiter und das Statistische Bundesamt Wiesbaden und das Bundeskriminalamt dann mit unseren Daten irgendwie Schlitten fährt. Das halte ich für fast ausgeschlossen und mache mir da gar keine Sorgen. Aber das Entscheidende ist, dass wir haben es da mit ganz anderen Daten zu tun. Wenn einmal eine Wohlfühlstimme übermittelt worden ist, da können Sie nicht durch mehr Testen noch mehr Pseudo-Fälle erzeugen, ja? Sondern das, was wir haben in Deutschland, ist krasseste Pseudowissenschaft. Das hat mit echter Naturwissenschaft und echter hochwertiger Statistik überhaupt nichts zu tun. Also man könnte sagen, die jetzige Datengeschichte ist genau das Gegenteil von dem, was wir beim Bundeswahlleiter implementieren wollen. Und wir wollen natürlich aus aller Welt, zum Beispiel Johannides wird ja öfters genannt, die besten Statistiker der Welt dann nach Deutschland rufen, und um bei der Beratung der Bundesregierung mitzuwirken. Ja? Also das muss natürlich alles Hand und Fuß haben. Und alles, was wir bei Corona gesehen haben, war eine Schande für die Statistik. Es war eine Schande für die Medizin und die schlechte Ausgebildetheit in Statistik und in Umgang mit Daten. Also ich habe noch nie sowas. Ich habe am 25. Februar die erste Bemerkung unter einer unserer Sendungen geschrieben, dass doch hier beim Umgang mit den Daten wohl gar nichts stimmt und dass das alles unseriös ist. Am 25. Februar, da waren wir wohl die Ersten. Ja? Und das heißt also, das war ein Beispiel dafür, dass unser Staat, unsere Regierung und unsere Medien keinerlei, also weder rechnen können noch sonst was, weder rechnen können noch Statistik noch wissenschaftliche Methodenlehre, gar nichts, eigentlich gar nichts können in dem Bereich. Ne? Deswegen müssen Sie das als Partei ja ändern. Ja, wir müssen die Deutungshoheit in den Griff kriegen, ohne die geht nichts. Ne? Ja, aber die Wohlfühlstimme würde den Politiker zwingen in den Dienst der Bürger, und dann ist sozusagen, wäre von vornherein sozusagen der Politiker, dem Druck der Wohlfühlstimme ausgesetzt ist, der sagt ganz klar, ich höre Drosten an, ich höre Wieler an und ich höre Lauterbach an, aber ich höre auch Bagdi an, ich höre auch Schiffmann an, ich höre auch Wodak an und ich höre die Next Scientists for Future an. Denn wenn ich mich nur ein bisschen irre, dann ist meine Partei am Ende für ganz Deutschland, weil ja das Ergebnis in jedem Teilbereich dann sozusagen jeder Bürger weiß, welche Partei welche Ergebnisse in welchem Bundesland und in welcher Kommune hat. Ne? Und was ich befürchte ist, zum Beispiel jetzt nochmal zu dem populistischen Frage ist, dass zum Beispiel vor jeder Wahl die Bürger, die Wähler, die Politiker machen ja klassisch so, sagen wir mal, eine Dreivierteljahr vor der Wahl,
versuchen Sie den Bürgern Honig um den Mund zu schmieren und ihnen zu sagen, dass jetzt alles besser wird. Sie machen Versprechungen. Das kann zu einem Anstieg aller Wohlfühlstimmen der Bürger führen, ja, weil sie ja Hoffnung gemacht bekommen. Aber entscheidend ist, immer den Tiefpunkt zu messen. Also immer kurz vor dem Wahlkampf ist ja dann immer der Tiefpunkt, wo sich die Politik bisher am weitesten entfernt hat von dem Willen der Bürger sozusagen. Und dann ist auch wahrscheinlich die Wohlfühlstimme am Tiefpunkt jedes Bundeslandes. Und natürlich wird der Bundeswahlleiter immer diesen Tiefpunkt einer Wahlperiode besonders herausstreichen in der Statistik sozusagen, sodass dann also die ganzen Versprechungen nichts mehr nützen, denn dann gehen zwar die Wohlfühlstimmen hoch, aber die Bürger sehen ja, dass der Tiefpunkt ganz tief war. Ja? Und die richten sich nur nach den Tiefpunkten und nicht nach den Versprechungen. Ne? Und so wird dann die Politik sozusagen durchgängig in den Dienst der Bürger gezwungen. Hm? Man müsste natürlich schauen, dass diese Publikation des zeitlichen Verlaufs und der Statistik der Wohlfühlstimmen auch in irgendeiner gut geregelten Art und Weise stattfindet, damit damit nicht genauso der statistische Schindluder getrieben wird, wie wir ihn im Moment sehen. Genau, da muss es vom Bundeswahlleiter, vom Statistischen Bundeswahlamt eine fantastisch gut gemachte Homepage geben, die alles, also die quasi tausendmal besser ist als das sogenannte Politbarometer, was es glaube ich in ZDF oder ARD gibt, wie, da gibt es so Politikbarometer und so ähnliche Dinge, und genauso müssen die Zahlen brillant aufgearbeitet, aber seriös aufgearbeitet sein und immer allen zur Verfügung stehen, und von dem Bundeswahlleiter müssen ständig die weltbesten Statistiker über die Schulter kaufen. Ich sag immer so, über die eine Schulter gucken die weltbesten Statistiker, über die anderen Schulter schauen Deutschlands beste Kriminalbeamte. Ja? Die versuchen jeden Schwindel, jede Unseriosität aufzudecken. Ja? Und ja. Gut, jetzt nochmal, also wir hatten jetzt für das Gesundheitssystem einerseits dieses Thema mögliche Vorgehensweise über Budgets oder Regionalbudgets und dann das große Thema Wohlfühlstimme. Was wären da noch für weitere Messgrößen praktisch, die dann beispielsweise als Gesundheitsdaten einfließen sollten? Sie hatten vorhin die Erwartungskurse angesprochen. Was sind so die Ideen, was es noch für Messgrößen geben könnte, die dann zu der Wohlfühlstimme eben in die Betrachtung oder in die Bewertung einer ärztlichen Leistung, einer Praxis einfließen sollen? Ja, also die Gesundheitsdaten und die Langlebigkeitsdaten, ja, das ist quasi so, da sollte man vielleicht sogar gar nicht Gesundheitskostendaten sagen, sondern langfristig Gesundheitsaufwandsdaten, weil dann einfach sozusagen, ja, es wird einfach geguckt, der Hausarzt betreut so und so viel auch. Der betreut zum Beispiel, bei ihm sind 50 Schwerstkranke mit dabei, bei sozusagen, die sich ihn als Hausarzt gewählt haben. Und dann wird ja eben geguckt, wie viel Operationen gemacht werden müssen. Da wird vielleicht dann später, wenn die dann nämlich auch noch zum Team gehören, dann wird da eher der Aufwand sozusagen geschaut. Am Anfang könnte man einfach das Kostenvolumen nehmen sozusagen. Und dann sieht man, aha, sozusagen, der eine braucht für diese 50 Schwerkranken eher 20 Operationen und der andere eher 40 Operationen und so weiter. Und das fließt natürlich dann in die Honorarberechnung dieses Hausarztteams, also dieses Teamleiters Hausarzt sozusagen, rein und bestimmt ja seinen Budget, den er dann auch an sein Team auszahlen kann. Und so zieht das ganze Team am gleichen Strang. Wie können wir mehr Gesundheit, wie können wir mehr Krankheit verhindern und wie können wir, weil davon auch unser Honorar, der Hausarzt wird ja dann wahrscheinlich, sollte er sein Team prozentual beteiligen an dem Gesamthonorar, das er bekommt. Ne? Ja, und dann, also vorhin, Sie sprachen an, eben diese Erwartungskurve praktisch, dass man aus seiner genetischen Vorgeschichte, dass daraus berechnet würde, die Wahrscheinlichkeiten für gewisse Lebensverläufe oder Krankheitsverläufe oder Krankheiten, und dass sozusagen geguckt wird im Vergleich dazu,
Das wäre dann, wie Sie sagten, eine freiwillige Sache, wo dann jeder entscheiden könnte, ob er so vorgehen möchte, richtig? Ja, wir sollten alles freiwillig machen. Ich würde das natürlich unbedingt wollen, dass mein Hausarzt, also dass die meine Krankenversicherung da sozusagen eben gekoppelt mit der Nummer diese Daten kriegt, aber nicht mit meinem Namen. Ja, verstehen Sie? Wir müssen irgendwie die Trennung schaffen zwischen Name, ja, einen Namen kann man kündigen, ja, um ihn rauszuekeln oder so, ja. Einen Namen kann man rausekeln, aber eine Nummer kann man nicht rausekeln, sondern wenn alles über Nummern läuft, dann sozusagen kann die Krankenversicherung, ich habe ja vorhin gesagt, dass nur das Bundeskriminalamt die Lücke schließen können dürfte zwischen einer Nummer auf der Karte und dem Namen. Und dadurch sozusagen will ich, dass zu meiner Nummer meine Krankenversicherung auch alle meine Familiendaten bekommt. Weil sonst ja der Hausarzt eine Tendenz entwickeln könnte, schwerkranke Leute rauszuekeln. Und wenn ich also quasi da, also der sozusagen, und vielleicht macht das dann nicht die Krankenversicherung, sondern gleich der Bundeswahlleiter für die Krankenversicherung, ja, damit es eben gerade da auch wieder gar keine Gefahr besteht. Und ich würde dann dem Bundeswahlleiter oder eben der Krankenversicherung unheimlich gerne übermitteln, wie schwer krank meine Vorfahren waren, damit mein Hausarzt erst gar nicht auf die Idee kommt, mich rausekeln zu wollen als Kostenfaktor. Denn wenn ich nur mit einer Durchschnittsgröße angegeben wird, kann es ja sein, dass er mich rausekeln will. Während wenn ich ihm die Daten gebe, also sozusagen dem Bundeswahlleiter die Daten gebe, dann sagt der Hausarzt, gerade die Schwerkranken will ich drin haben, denn die haben eine hohe Erwartungskurve und da brauche ich nur ein bisschen was zu verbessern, dann kriege ich schon wieder ganz viel Verdienstzuschlag. Ne? Und deswegen wird dann jeder Bürger sich fragen und sagen, ja, also wenn ich bestmöglichste Betreuung will, dann sollte ich diese Daten nicht scheuen, auch rauszugeben. Ne? Ja? Mhm. Gut, das heißt, wir hatten jetzt, um das Ganze jetzt so ein bisschen rund zu machen, wir hatten über die Budgets gesprochen, über die Wohlfühlstimme. Gibt es noch weitere Ideen über das Gesundheitssystem, wie man steuernd eingreifen könnte oder wie man positive Anreize setzen könnte? Ja, also wie gesagt, ich habe gesagt, dass wir nur, der Hausarzt ist nur der Anfang. Am Ende denke ich, dass wir das gesamte System da reinziehen, ja? Vielleicht über solche Polikliniken und dann irgendwann gehören auch die Operationssäle zu verschiedenen Teams in der Stadt und so weiter. Also, aber eins nach dem anderen. Die Bevölkerung will ja erst einmal sehen, dass diese Gesundheitsreform erst einmal eine sensationelle Wirkung auf die Gesellschaft hat. Ne? Und das müssen wir ja erst mal beweisen dann. Ne? Das wollen wir. Und dann, die heißt bei uns Kombireform Ernährung, Gesundheit und Pflege. Also das heißt, das Pflegesystem wird genauso sein. Also das heißt, der Pfleger wird, also der Pflegeheim-Eigentümer, obwohl er kein Hausarzt ist, wird aber verstanden als Hausarzt, also als Hausarztersatzpraxis Altenpflegeheim quasi. Und auch der wird wieder Leute beschäftigen, die Leute mobilisieren. Und wenn die mittlerweile 20 Jahre, nachdem sie ins Heim gekommen sind, fitter sind und vitaler sind und vielleicht sogar wieder berufstätig werden, im Alter sozusagen, dann kriegt er eben die höchsten Belohnungen. Nicht dann, wenn die Pflegestufe immer weiter erhöht wird und die Leute eigentlich immer mehr vor sich hin vegetieren sozusagen. Ja? Also wir wollen schon fitte, gesunde Alte, die an der Gesellschaft teilnehmen, und auch vielleicht wieder mitarbeiten in der Gesellschaft, denn wir brauchen die Erfahrung und die Lebenserfahrung der Älteren sozusagen in unserer Gesellschaft. Denn Deutschland ist im weltweiten Wettbewerb im Abstiegsprozess begriffen. Denken Sie nur mal darüber nach, dass die letzten, allerletzten großen Erfindungen, zum Beispiel Smartphone, Windows, Facebook, Google, die stammen alle aus den USA, aber nicht aus Deutschland. Ne? Wir sind abgehängt mittlerweile. Wir brauchen unsere klugen Leute auch im Alter. Wir dürfen die nicht in der Demenz versinken lassen in einem falsch gesteuerten Pflegesystem. Und jeder Lebensmittelhändler muss quasi zu einem Freund des Hausarztteams werden und muss selber eine Ernährungsberaterin beschäftigen und so weiter. Und der, der,
die Supermarktleiter und Restaurantleiter kriegen die größten Verdienstzuschläge, wenn deren Kunden, und das kann man statistisch sauber rausmessen, sich gesünder entwickeln als zum Beispiel die Kunden anderer Supermärkte oder Alnaturas oder Basics oder wie sie alle halten. Das heißt, wir werden überall Transparenzranglisten haben. Sie werden dann eine Transparenzrangliste haben, alle Supermärkte und Restaurants in ihrem Umfeld, wie dort die Entwicklung der Wohlfühlstimmen, der Gesundheitsdaten und der Langlebigkeitsdaten der Kunden ist. Stellen Sie sich vor, irgendwo ist eine Salmonellenvergiftung, dann werden da schlechte Wohlfühlstimmen abgegeben und dann wird dieses Restaurant wahrscheinlich sehr schnell keine Kunden mehr haben. Aber man müsste ja im Prinzip dann wirklich verbuchen, jeden Restaurantbesuch und jeden Einkauf, um überhaupt diese Statistik zu haben und das auswerten zu können. Dafür diese freiwillige Krankenversicherungseinkaufskarte, die wir empfehlen. Das heißt, ich will doch, dass mein Restaurantleiter überprüft wird, ob er mir gesundheitlich geschadet hat und anderen Kunden mit oder nicht. Das will ich doch, dass es überprüft wird, also werde ich das immer grundsätzlich mit dieser Karte bezahlen. Will ich zum Beispiel im Supermarkt nicht, dass der Bundeswahlleiter, weil ich ein bisschen verklemmt bin, vom Kauf von Kondomen erfährt, dann zahle ich das alles in bar und den Rest bezahle ich in Karte. Wir sind der Meinung, wir sollten Barzahlung und Kartenzahlung sollten parallel laufen und jeder entscheidet sich, was möchte ich, dass der Bundeswahlleiter es weiß und was möchte ich, dass der Bundeswahlleiter es nicht weiß. Und das zahle ich alles in bar. Okay. Ja, also ich meine, ein bisschen habe ich so Bedenken von dem Datenaufwand, der dadurch entsteht. Und wenn man sehr viele Daten hat, gibt es immer ein bisschen ein Problem, finde ich, mit der Interpretation der Daten, dass das dann auch richtig gemacht wird und nicht auch, selbst wenn man gute Absichten hat, irgendwie in die falsche Richtung läuft. Aber also die weltbesten Computerspezialisten haben, also Dr. Markus Krall, den ich zwar sehr kritisiere in vielerlei Hinsicht, weil er den Marktradikalismus übertreibt sozusagen, aber er sagt ganz richtig, im Moment stehen an die sogenannten, heißen die Quantencomputer oder was auch immer, die eine millionenfach größere Rechenleistung noch bringen. Ich mache mir über die Datenmenge eigentlich gar keine Sorgen. Ja, denn wenn Sie mal bedenken, was da so jeden Tag auf YouTube und Facebook und was da für unendliche Datenmengen ständig laufen, also ich glaube, das kriegen wir gut in den Griff. Ja? Aber Sie haben vollkommen recht, dieses ganze System, von dem ich spreche, wäre jetzt für einen afrikanischen Staat ohne Computer, ohne Bundeswahlleiter, ohne statistisches Bundesamt etwas schwierig. Und deswegen ist es halt so, es ist halt zeitgleich. Wir haben jetzt begriffen, was wir korrigieren müssen und haben zufällig zeitgleich auch die Technik dafür zur Verfügung. Ja? Und das ist doch schön, dass es sich so trifft, sozusagen. Ja? Ja, was man natürlich auch noch sicherstellen müsste, ist, dass diese Datenmengen bei der Übermittlung auch nicht verfälscht werden, weil das wäre natürlich was dann vieles in Frage stellen könnte. Ja, stellen Sie sich vor, Sie haben in jedem Supermarkt oder in jeder Bank haben Sie so ein Bankterminal, der genauso gut gesichert ist wie ein Bankterminal. Und da gehen Sie mal ein paar Sekunden hin und schicken gerade mal dem Bundeswahlleiter Ihre aktualisierte Wohlfühlstimme rüber. Also bei Banken klappt das ja wohl auch zu 99%, ne? Ohne Betrug und ohne Schwindel. Außerdem können Sie die ja dann, können Sie ja vielleicht, ja, nee, also überprüfen kann man es nicht, weil dann müsste man ja irgendwie das irgendwo nachschlagen können. Aber ich denke, da werden wir schon für eine 99,9%ige Sicherheit, wird man da schon sorgen können. Ne? Und es ginge ja darum, dass es dann im großen Wesentlichen sicher ist. Ich meine, man wird nie 100% Sicherheit erreichen. Aber nein, uns reichen ja... Es reichen uns ja, wenn 80% der Daten stimmen, weil das reicht uns, um mit hinreichender Genauigkeit Aussagen machen zu können. Ne? Gut, gibt es dann sonst noch irgendwas jetzt, also zum Thema Gesundheitssystem, was von Ihrer Seite noch erwähnenswert wäre? Also ich würde es von unserer Seite erstmal so weit abschließen und würde es lieber sagen, die spannende Sache. Deutschland besteht ja nicht nur aus Pflege und Ernährung und Gesundheit,
sondern gehen Sie doch mal in die anderen Bereiche. Ich bin mal gespannt, was in der Partei so alles so an Fragen kreist vielleicht oder in der entstehenden Landesverband so alles an Fragen kreist, wie wir die anderen gesellschaftlichen Probleme in den Griff kriegen. Wir haben doch da auch lauter heiße Eisen, die überall diskutiert werden und die ganz umstritten sind und so weiter. Und dafür haben wir ja alles Konzepte, von der Arbeitsmarktreform über die Bildungsreform, die sicherlich die komplizierteste von allen werden wird und sein muss. Oder zur Justizreform, Polizeireform, Staatsanwaltschaftsreform und. Ja, also es gibt ja unendliche Bereiche. Manche streiten sich über die Migrationsfrage, über das Asylgesetzgebung und so weiter. Erweitern wir doch mal den Blick, ne? So, damit man sieht, 10% sind für eine zukünftige Partei nur möglich, wenn sie auch ein Komplettprogramm anbietet. Und vielleicht können wir heute schon ein bisschen daran kitzeln, so ein bisschen. Ne? Was ich als große Baustelle noch sehe, ist das Finanzwesen. Ja. Unser Bankenwesen aktuell. Ja. Glaube ich, auch dringend reformbedürftig. Ja, und unser Reformkonzept ist dazu, dass wir sagen müssen, dass wir die Sparguthaben konstant halten von Staats wegen, also das, was Frau Merkel damals gemacht hat, nämlich, dass die Banken, dass also die Sparguthaben sicher sind, ja, also dieser, ich weiß nicht, wie das genau war, dieses Sicherungsversprechen, das sollte die Regierung machen und ansonsten sollten wir jede Bank pleite gehen lassen, die schlecht wirtschaftet. Ja? Also wir sollten die Banken gnadenlos sterben lassen. Ja? Aber die Sparkunden, also die, wenn hinterher die Bank pleite ist und kann die Sparkunden nicht ausbezahlen, dann muss halt in den sauren Apfel beißen der Staat eingreifen. Aber dann ist die Bank wenigstens gestorben. Ja? Und dann weiß jeder Manager, hat dann einen schlechten Ruf, der die Bank abgewirtschaftet hat. Dann hätten wir nämlich zum Beispiel diese ganze Krise, glaube ich, 2007 oder was, die hätten wir nie gekriegt, weil dann niemals, dann hätten die Banken sich auf die Hinterbeine gestellt und hätten gesagt, liebe Regierung, wir können nicht Kredite rausreichen an Häuslebauer, die Kredite gar nicht zurückzahlen werden können. Dann gehen wir pleite und wir machen das nicht mit. Da könnt ihr uns verklagen, so viel ihr wollt, ja? Und dann hätte es zum Beispiel diese Blase, diese Immobilienblase in den USA wohl nie gegeben. Ne? Mhm. Ja, also die Banken müssen wieder jederzeit sterben können. Hm? Wobei ich habe, also ich habe jetzt, sehe jetzt da jetzt noch nicht wirklich ein anderes Anreizsystem. Ja, wenn Banken sterben können, dann sollten da die Besten dann von überleben. Aber wo ist denn jetzt sozusagen der Anreiz oder der sie dazu bringt, verantwortungsvoll zu arbeiten? Ja, die Frage ist, will ich beim Geld so viel ändern? Es gibt ja so viele Leute, die darüber diskutieren, dass wir irgendwie beim Geld so viel ändern sollten. Aber wenn ich mal ehrlich bin, funktioniert also zum Beispiel doch erstaunlich gut. Also sozusagen die Inflation ist nicht explodiert. Also ich würde erstmal da gar nicht viel machen. Also die Grundaufgabe einer Bank ist, Spareinnahmen reinzunehmen sozusagen, also reinzunehmen und damit gut zu wirtschaften und die wieder neu anzulegen und die als Kredite an neue Start-ups sozusagen rauszugeben und an Unternehmen rauszugeben. Und wenn sie das seriös macht, wüsste ich jetzt gar nicht, ob ich da, wissen Sie, beim Arbeitsamt, da muss ich die Anreize ganz gezielt korrigieren, weil das ein katastrophales Fehlanreizsystem ist. Wo sehen Sie denn im jetzigen Bankensystem systematische Fehlanreize? Also ich kann sie bis jetzt nicht erkennen. Doch, zum Beispiel indem, dass sich diese ganzen Derivate-Spekulationen unglaubliche Transfers möglich gemacht werden und Geldschöpfung passiert, die keinen Gegenwert haben. Ja, also das heißt, dass die Banken ja heute nicht mehr daran an dem Einzelbürger ja nicht mehr interessiert sind, weil sie da wenig Geld oder gar kein Geld mehr mit verdienen.
sondern dass sie viel mehr Geld damit verdienen, indem sie im Investmentbereich stark sind, ja, und durch Milliarden-Derivate da ihre Gewinne reinholen, um die dann den Aktionären zu präsentieren. Also natürlich, also eigentlich ist alles, was über Aktionäre und Aktien hinausgeht, ist eigentlich wahrscheinlich Fehlentwicklung, ja, im Finanzwesen. Aber ich sage da immer so, das sind alles Symptome. Warten wir doch mal ab, wenn die ganzen Firmen durch Wohlfühlstimme, Gesundheitsdaten, Langlebigkeitsdaten und Wirtschaftswunderdaten des Landes quasi gelenkt sind, dahin, dem Bürger zu dienen und nicht mehr irgendeinem nebulösen Profit für irgendwas zu dienen, sondern dem Bürger zu dienen. Dann bin ich mal gespannt, wie viel von diesem Casino sozusagen dann überhaupt noch übrig bleibt. Und im Zweifelsfall könnte man ja dann auch durchaus eine entsprechend hohe Finanztransaktionssteuer und sowas, solche Sachen machen, um das Casino einzudämmen. Aber ich vermute, dass das nur ein System, ein Symptom ist, also ich würde es mal so bitten, da erstmal abzuwarten, ja, was passiert, wenn wir die Grundstruktur der Gesellschaft reparieren, ob dann die Spielereien im Finanzwesen dann sich nicht großen Teils von selbst erledigen, und wenn sie sich bis dahin, wenn die sich dann nicht ganz von selbst erledigen, dann müssen wir halt auch da noch aufräumen, ne? Dann machen wir das auch noch, ne? So würde ich vorgehen. Denn die Baustelle, Sie müssen immer klar sein, evolutionsbiologisch ist es immer so, dass die Erfindung des Tauschhandels, des freien Marktes und der freien Arbeitsteilung ca. 400.000 Jahre alt ist und die Erfindung des Geldes erst 40.000 Jahre alt ist. Also alles, was rund um Geld kreist, ist eigentlich nur neumodischer Problemkram. Unser Grundproblem liegt in diesen 400.000, nämlich in den Fehlanreizen, dass zum Beispiel das Arbeitsamt, dass jeder im Arbeitsamt mehr Karriere macht, je mehr Arbeitslose es gibt, und das muss umgedreht werden. Also da haben wir, also in den Systemen haben wir lauter eindeutige Fehlanreize, die wir als erstes beheben sollten. Oder dass wir eine Polizei haben, in der man als Polizeiobermeister mehr Karriere macht, je schlechter und ineffizienter die Polizei arbeitet und je weniger sie die Bürger vor Tätern schützt, desto größer sind die Karriereaussichten, weil dann einfach neue Mitarbeiter bewilligt werden, deren Vorgesetzter dieser Polizist werden kann. Und diese Fehlanreize müssen wir als erstes wegschaffen. Wir müssen also erst einmal, und beim Finanzwesen sagen wir immer so, wir sind mal gespannt, was dann noch an Missständen übrig bleibt. Und es kann sein, dass die in sich zusammenfallen wie ein Kartenhaus. Die Missstände des Finanzsektors. Denn gegen Aktien können wir nichts sagen, weil da ist investiert ein Mensch Geld gezielt in einem bestimmten Konzern oder in eine Firma oder in ein Start-up und so weiter. Und das ist eine unternehmerische Entscheidung. Der Aktionär ist also ein Unternehmer, der unternehmerische Entscheidungen trifft. Dagegen, also bis zu den Aktien, finden wir das Banken- und sonstige Vorgehenssystem noch okay im Moment. Ne? Nur sie müssen sterben können. Sie müssen sterben können, ne? Die Banken. Also ich hätte jetzt das Gefühl, dass es vielleicht, dass wir uns weitere Themen und dann die dann auch ausführlicher zu diskutieren, für Folgegespräche aufheben können, und dass wir jetzt schon mal einen sehr guten Eindruck gewonnen haben über die Ideen bezüglich dem Gesundheitssystem. Oder gibt es jetzt von den noch dagebliebenen noch weitere Fragen? Angesichts dessen, dass die Sendung sowieso abstürzt gleich bei uns, dann brauchen wir nicht nochmal neu uns einzuwählen, machen wir Folgendes. Der Finanzbereich ist sicherlich unser allerschwächster Bereich. Also da haben wir im Moment am wenigsten. Die 20 Reformen sind eher, also unsere Stärke liegt in allen anderen Bereichen, aber beim Finanzbereich sind wir selbst noch so ein bisschen ergebnisoffen, ne? Aber das ist auch vielleicht einer von ganz wenigen Bereichen, wo wir noch ergebnisoffen sind. In allen anderen haben wir klare Linien.
Ja, dann würde ich sagen, bis bald, würde ich sagen. Und so bald wie möglich. Und diese Sendung sollten Sie alle dann so weit wie möglich verbreiten. Denn wenn wir nicht in was reinkommen, wo wir Richtung Millionen Klicks kommen, die neue Partei mit zukünftig vielleicht 10%, ist unsere große Chance, dass wir nie wieder Corona kriegen, nie wieder Schweinegrippe. Wenn wir das nicht schaffen, dann geht die Bundestagswahl ohne uns voran und dann haben wir verloren. So, dass wir uns dann nochmal auch die nächsten für uns brennenden Themen überlegen und Sie dann wieder kontaktieren auf eine nächste Sendung. Alles klar, bis dann. Ja, tschüssi, bis bald. Ja, tschüss, ich danke allen Teilnehmern. Ja, dann haben Sie mal einen ersten Eindruck bekommen, was man sich unter Reform vorstellen kann. Also nicht das, was wir bisher von unseren Parteien in den letzten, ich weiß nicht was, 70 Jahren gehört haben. Also das hat doch da überhaupt nichts mit zu tun. Und ich sage jetzt nicht, dass man diese Ideen jetzt sofort gut finden muss, aber die sind doch auf jeden Fall mal nachdenkenswert, einer Diskussion wert. Ja. So, und ja, lassen Sie sich das mal durch den Kopf gehen, ja, dass das eine völlig neue Denkweise ist, ja, eben den Erfolg zu belohnen, ja, und nicht alles mit Bestrafung und mit Gesetzen und Regelungen zu machen, die immer schlimmer werden. Ja. Also Freiheit in einem gewissen geordneten Rahmen, wo dann aber eben das Gute, das Wünschenswerte, für jedermann Wünschenswerte belohnt wird. Das, denke ich, ist doch eine ganz interessante und innovative Idee. Ja, und dann haben Sie ja noch von ein paar anderen Ansätzen gehört, die werden vielleicht später noch weiter vertieft. Ich kann Ihnen jetzt schon versprechen, in Kürze werden Sie dann auf meinem Kanal hier auch das zweite Gespräch hören. Dann werde ich auch ein bisschen mitdiskutieren. Und zwar geht es dann um ein ganz, ganz schwieriges Thema, nämlich um die Bildungsreform. Also wie kann man es schaffen, dass vom Kindergarten bis zum Universitätsabschluss Menschen gebildet werden, die vielseitig gebildet sind, nicht nur im Kopf, nicht nur für den Beruf, sondern auch an Herz und an Gefühl und an Menschlichkeit, so dass sie Spaß am Arbeiten haben und nicht leben, um zu arbeiten. Ja, wollen wir mal schauen, was dann beim nächsten Gespräch Herr Don Dillon, ja, und die Wir 2020 und ich vielleicht auch zu dem Thema dann kundtun werden. Also freuen Sie sich auf den nächsten Beitrag. Bis bald und tschüss. Klar sehen, clever denken, frei handeln.